Alexa, schalte Bürolicht an. So, jetzt spielt er direkt hier weiter. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ein weiterer Livestream auf Twitch. Sonst ändert sich nichts. Und ich hoffe, euch fallen auch die ergänzten Details auf. Also heute tanzt wieder für euch Zebra, am Anfang ohne Musik, weil ich wieder die falsche Quelle angeschaltet hatte. Und oben weht die Piratenflagge. Falls euch das nicht aufgefallen sein sollte, ja, weil ihr seid ja doch ein bisschen abgestumpft, was solche, ja, kleinen Details, solche Besonderheiten angeht. Also, da haben wir die Piratenflagge, die jetzt praktisch über der Burg thront. Wie findet ihr das? Eins im Chat, wenn ihr das klasse findet, ist doch der Wahnsinn, wie sich die Burg weiterentwickelt an dieser Stelle. So, jetzt sage ich aber erstmal Hallo. Übrigens heute die Schlappencam, ne, mit Altmänner-Schlappen. Ich habe mir nämlich meine beheizbaren Boots angezogen. Nämlich meine Mama hat immer gesagt, Michael, du musst immer drauf aufpassen, dass du warme Föss hast. Solange die Föss warm sind, ist alles in Ordnung. Wenn die Föss kalt sind, da wärst du krank. So, jetzt gucken wir mal, wer alles da ist. Der Rindy ist da, Joachim, Otto, Sebastian, Socket Tuning, Hoko, der Experte, Kasi, Percy, Ralf, Dido, Kilroy, Gary ist da, Thorsten ist da, Fred, Thomas, Friedrich, Hotbird, Kilroy, The Chumbo, Manfred ist da, also wieder ganz viele bekannte Gesichter, ganz viele bekannte Namen. Hallo in die Runde und wir fangen heute, wie immer, zunächst erstmal damit an, dass wir das aufholen, was beim letzten Mal sich aufgestaut hat, denn ich hatte ja auch diese Woche wieder einen Stream, wo ich auf Zwift kräftig trainiert habe. Und da haben auch ein paar sehr freundliche Zuschauer wieder Abos dagelassen und gecheert. Da auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Besonders an den Joachim, denn der hat im 23. Monat auf Stufe 2 abonniert. Das bedeutet 2 Liegestütz, 1, 2. Und der Michael, aka Kaiser 320, hat im 9. Monat abonniert. Da nochmal vielen Dank, lieber Michael. Eine Liegestütz haben wir. Dieter hat 10 Bits gecheert, der auch nochmal vielen Dank. Joachim hat noch ein Community 1 Sub rausgehauen, also auch dafür eine Liegestütz. Dann der Jörg, das ist schon von heute. Der Jörg hat auf Stufe 1 abonniert und das schon im 13. Monat. Vielen herzlichen Dank, lieber Jörg, eine Liegestütz. Dann haben wir den Manfred, der hat mit Prime im 22. Monat abonniert. Und der nächste Monat, jawohl, auf den Boden mit mir, in den Staub, eine Liegestütze für den Manfred. Dann hat der Experte 10 Bits gecheert und der Frank hat 100 Bits gecheert, zusammen 110 Bits. Vielen Dank, very appreciated in hard times. Dann, was haben wir noch? Ein Hype-Train ist gestartet, jawohl. Der Jörg hat ein einmonatiges Stufe 1 Abonnement verschenkt. Vielen Dank, lieber Jörg, very appreciated in hard times, eine Liegestütze. Der Joachim hat auch nochmal ein Community 1 Abo rausgehauen. Vielen Dank, eine Liegestütz. Der Dieter hat mit Prime erneut abonniert und das im 7. Monat. Vielen Dank, lieber Dieter, very appreciated, eine Liegestütz. Dann der Rainer hat 11 Bits gecheert und der Ralf hat 100 Bits gecheert, zusammen 111 Bits. Thank you very much, very appreciated in our times. Und dann sind wir jetzt auch schon aktuell. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, dass wir zunächst erstmal... What? Geht nicht? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es geht nicht. Moment mal, was ist denn hier los? Weiter, mein Gehirn, Lärmsaft. Oh, dann ist natürlich jetzt da die Fahne zu sehen, ne? Dann müsste ich das eigentlich weiter verschieben, mein oder? Gehirn, Lärmsaft. Moment. Wo ist es? Da ist es. So. Oh! Moment. Nochmal. Weil das sieht man ja nicht mehr, ne? Wo ist denn jetzt Bier? Da ist Bier. Weiter, mein Gehirn, Lärmsaft. So, mal durchschalten, schnell sein. Da ist es. Schieben wir hier hin. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Weiter, mein Gehirn, Lärmsaft. Ah, das ist immer zu schnell weg, aber so kann man es lassen, ne? So kann man es lassen, das Bier lassen wir so, wie es ist. Wunderbar, das muss ich mir noch hier drauflegen. Und dann gibt es heute das letzte Paderborner... Warte mal, jetzt ist ja wieder was passiert. Na, muss ich gleich gucken. Das letzte Paderborner Pilz vom lieben Dr. Beat, Dr. Unterstrich Samsö Unterstrich Beat. Bin mir gar nicht mehr sicher.
Dr.-Beat-Samsi ist, glaube ich, richtig. Das letzte Bierchen vom lieben Dr. Beat. Ich habe noch einen Haufen weiteres Bier von anderen Zuschauern. Ich trinke das ja so weg, wie das Ablaufdatum ist. Wo habe ich denn jetzt den Flaschenöffner? Da haben wir den Flaschenöffner. Das gibt es heute super lecker. Super lecker. So. Prost. Also, einige sagen eins. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich gefragt habe. Ob sie Ihnen, wahrscheinlich, ob Ihnen die Fahne aufgefallen ist. Also hier, es gibt ja Zuschauer, die haben mir geschrieben, das sei das Oettinger Bier des Nordens, das Paderborner, aber ich muss sagen, das schmeckt ganz köstlich. Prost auf den Frank, Dankeschön. Sehr lecker das Bier. Muss ich wirklich sagen? Ach, guck mal, wie schön das Zebra weiter am Arbeiten ist. Ne? Das ist der Wahnsinn. Das Problem bei dem Paderborner ist halt nur, das kennt ihr alle schon, sobald es an Sauerstoff gerät, fängt es an zu rosten, weil es halt ein preiswertes Pilsner ist. Ne? Ganz klar. Und heute stellt er natürlich auch keine Ausnahme dar. Oettinger des Nordens, wer ist denn so lebensmüde? Sagt der Herr Schabernack, das wurde mir gesagt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich gebe das nur weiter, wie es mir gesagt wurde, Dr. Schabernack. Prost auf euch. Beheizbare Bootstadt, Ölheizung, ja. Stehen noch auf Stufe 2. Ich stelle die mal ein bisschen auf Stufe 1 zurück. Und ich kann sie auch vibrieren lassen, also Massage. Hört ihr das? Also, das machen wir aber heute nicht, aber das sind echte Luxus-Boots und die halten schon seit 2 Jahren. Und die benutze ich wirklich, nee, seit 3 oder 4 Jahren schon. Die benutze ich regelmäßig, die sind echt super. So, aber jetzt gucken wir hier nochmal, ich glaube, ich habe wieder das ein oder andere verpasst und die Reka ist auch da. Die herzallerliebste mit Geld nicht zu bezahlen, Reka. Reka, heute nicht aus deinem Krug, auch kein Bier von dir. Heute aus dem Bendito-Krug. Am Sonntag werden wir ja dann mal hier dieses Bu-bu-bu-bu. Dieses Ol Naturtrüb aus dem Norden eben. Oder aus dem Norden eben. Ja, Norden ist eben, das kennen wir ja, ne? Also das werden wir dann mal ausprobieren, obwohl es bis 22.04.2022 haltbar. Das sollte ich eigentlich zurückstellen. Dann kann ich das nämlich später problemlos trinken. Sehr schön, ich glaube, das stelle ich zurück. So, wo war ich denn? Ich war bei Raschku, genau, der Rainer und der Ralf, das hatte ich. Dann ist der HH dazugekommen, hat 99 Bits gecheert und der Marco hat auch nochmal 100 Bits gecheert, sind zusammen 199 Bits. Das schreiben wir uns auf. Dann der Thorsten hat mit Prime erneut abonniert und abonniert jetzt schon seit 20 Monaten. Lieber Thorsten, thank you very much, very appreciated. Und noch eine Liegestütze, jawohl, auf den Boden mit mir in den Staub. Dann der Thomas hat im 10. Monat mit Prime abonniert. Moin, Erhabener. Moin, Thomas. Vielen Dank, very appreciated. Eine Liegestütze, hat ja extra seinen Namen umgeändert, damit man sich den auch merken kann. Einmal Igittladen hat er die da verschwendet, vielen Dank. Das ist ja mittlerweile, hat das ja eigentlich an Bedeutung verloren. Dann Tesla Grinsen, Reki hat erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 17 Monate hoch und nieder immer wieder. Vielen Dank, liebe Reka, very appreciated in hard times. Du müsstest eigentlich auch Post gekriegt haben, ich hoffe, das ist angekommen. So, Socket Tuning hat 100 Bits gecheert. Thorsten hat nochmal 200 Bits hinterhergehauen. Vielen Dank, lieber Thorsten. Sind zusammen 300 Bits. Dann der Herr Schabernack hat noch 100 Bits rausgehauen. Vielen Dank, Herr Schabernack. Das war wohl, bevor ich gesagt habe, dass Paderborner das Oettinger des Nordens ist. Hat ein Zuschauer geschrieben. Und der Dr.-Beat-Samsi hat ein Stufe 1 Abo an den Herrn Schabernack verschenkt. Vielen Dank, lieber Frank. Very appreciated. Eine Liegestütz. Und der Herr Schabernack hat jetzt auch noch ein Follow dagelassen. Vielen Dank, Herr Schabernack. Gut, und da es hier ja nicht nur um Schabernack geht, sondern um ernsthafte Themen, beginnen wir jetzt auch direkt mit einem solchen. Denn ich habe Punkt A zu berichten über die Zoe, die ja ein bisschen schlecht abgeschnitten hat im NCAP-Crashtest. Da will ich dann nochmal wissen, was der Discord dazu sagt. Dann haben wir eine Meldung über einen verunfallten Tesla. Da will ich euch mal ein paar Facebook-Kommentare auch zeigen. Und was aus sowas dann letzten Endes gemacht wird. Also es ist wirklich ein Drama. Oh, hier kriege ich die Punkte angezeigt. Moment, hier kriege ich die Punkte angezeigt. 820 Bits. Dann brauche ich mir nämlich nicht nachzurechnen. Also 820 Bits haben wir bisher. 820. Wunderbar. So,
haben wir das auch. Breaking Electrons, Herr Schabernack ist gerade zu Besuch bei mir. Das tut mir leid, Herr Schabernack, aber auch das geht rum. Einfach stark sein, durchhalten. Wie gesagt, nicht verzweifeln, auch das wird irgendwann hinter dir liegen. Und das ist dann eine Erfahrung, die willst du irgendwann nicht mehr missen. Das ist so wie bei der Bundeswehr gewesen zu sein. Das macht einem zum Mann, das macht einem charakterstark. Und so ist das mit einem Besuch beim Frank auf Samsö. Das härtet ab. Das ist wie ein vierwöchiges Camp ohne Zelt im Wald im Winter. Prost. Herr Percy schreibt, Zoe ist ein Wittbenmacher. Sehr schön. Also wir sehen, der NCAP-Test hat schon seine Wirkung erreicht. Wir schauen jetzt aber erstmal, weil ganz viele Zuschauer haben mich auf einen Brisant-Bericht hingewiesen, den wir uns aber nicht ganz anschauen können, weil ich will ja diesen Link nachher auch, diesen Stream dann auch wieder auf meinen Live-Kanal stellen. Und wenn ich das möchte, kann ich halt nicht hier von den Öffentlich-Rechtlichen was abspielen. Ist leider so, weil das wird dann alles wieder geklemmt. Wir sehen also hier leider Gottes die Reste von einem Tesla, ich nehme an Model S, ich bin mir aber nicht sicher, die sich hier wirklich über die ganze Straße verteilt haben. Auch der Batteriepack wurde in Einzelteile zerbröselt. Also das Auto ist wohl mit sehr hoher Geschwindigkeit nicht in Wildschweine gefahren, sondern leider Gottes gegen einen Baum. Und das Auto hat es wirklich richtig zerrissen. Und der Fahrer ist natürlich auch gestorben. Ich meine, das kannst du nicht überleben. Also so wie das Auto auch aussieht. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter, was wir noch so an Bildern sehen. Hier seht ihr auch Tesla Dual-Motor. Ne, das ist ein Model 3, ne? Also das scheint auch, wenn ich es richtig sehe, mit einer roten Linie drunter gewesen zu sein. Und hat auch den Heckspoiler, also wahrscheinlich auch ein Performance-Modell. Also schon eine echte Rakete und man kann wohl davon ausgehen, dass der Fahrer wirklich schnell war. Ja, vielleicht ist er tatsächlich einem Wildschwein ausgewichen. Ausgeschlossen ist das nicht, ne? Also sowas kann schon sein. Hoffentlich gibt es demnächst endlich wieder Bier. Ja, Nero Treiber. Jetzt kommt wieder Bier. So, ich muss mal weiter runtergehen. Gleich kommt die Rheumadecke, der große Klare aus dem Norden. Ja, zitze, schreibt Tesla grinsen. Und eine Bettflasche. Ja, habe ich doch sowieso. So, Wärmflaschen hatten wir früher immer, ne? Da wurde dann aus dem Schiff, weil wir hatten ja keine Heizung, so, wir hatten nur so ein paar Nachtspeicheröfen in den Zimmern, die wir nicht benutzen durften, weil der Strom so teuer war. Und so hatten wir dann immer nur unten in der Küche richtig geheizt. Die hat auch das Wohnzimmer mitgeheizt. Und da war ein Schiff dabei, ne? Und in dem Schiff hat meine Mutti immer Wasser warm gemacht und dann haben wir immer Wärmflaschen mitbekommen. Soll ich dir den Kassenbon schicken, dann kannst du dich beim Supermarkt beschweren. Wegen was denn, Reka? Also dieses Krimi, ne? Das vom letzten Mal, das habe ich ja schon gefuttert. Und ich lebe immer noch. Es ist alles gut. Brauchst dich da nicht, das war nur ein Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja, hier Share, das können wir scheren hier. Ich bin ja so weit zurück, was ist denn los hier? So, der Schabernack ist der beste Eisbär von Samsö, schreibt der Jörg. Mit einem Herzchenbärchen, das ist ja süß. Wir gucken mal weiter. Herr Schabernack, ich bin Berufssoldat. Also, mit anderen Worten, es heißt ja immer, die Zeit bei der Bundeswehr, das sei vergebene Lebenszeit gewesen. Aber wie ich immer sage, das macht einem zum Mann, das härtet einem ab und bereitet einen auf die schlimmsten Katastrophen, die einem im Leben widerfahren können, vor. Und der Herr Schabernack ist der Beweis dafür. Den hat die harte Schule der Bundeswehr gelehrt, auf Samsö beim Frank zu überleben. Ja? Überlegt euch mal, ihr seid von mir aus eine ganze Woche bei Frank zu Besuch. Da gehst du ja normalerweise mit einer psychischen Störung wieder nach Hause. Aber der liebe Herr Schabernack, der ist abgehärtet, der ist mit dem Gesicht durch den Schlamm gerobbt, ja? Hat 30 Kilo Rucksäcke hinter sich hergeschleift und der hält das aus. Genauso wie der Rindy, der ja mit seinem Eingang Stahlrost bei der Schweizer Armee auch für Sicherheit gesorgt hat. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn da so ein Schweizer Soldat mit seinem schweren Eingangrad aus den 50er Jahren auf einen russischen Panzer zurollt, dass so russische Soldaten dann schon ein bisschen Angst kriegen und Reis ausnehmen. Also das ist auf jeden Fall vor der Schweizer Armee, da muss man schon ein bisschen Angst haben. So, wir gucken mal weiter. Völlig überzüchtetes Elektroauto, schreibt der Gary. Ja, könnte man denken, aber natürlich kommt es immer auf den Fahrer drauf an. Ich weiß, wovon ich rede. Nur das hier mal am Rande. Moment. Moment, das muss ich ja noch ganz nach oben ziehen. So, das hier. So ist das nämlich in hessischen Wäldern. Ne?
seht also ganz süße kleine Wildschweinchen und eine Mercedes A-Klasse. Und so ist das in hessischen Wäldern. Jetzt ist ein Ferkel, ein Frischling ist zurückgeblieben und die Mami sagt, hier warte, da kommt gerade ein Mercedes. Und dann geht das Wildschwein auch zurück und dann sagt aber Mercedes, Achtung, also jetzt geht das, der Frischling natürlich erst über die Straße, weil die Welt so nicht ist. Also, Mercedes ist der Meinung, so ein Wildschwein läuft auch einfach mal über die Straße, ohne nach links und rechts zu gucken, ne? Und der Dieter schreibt, das Video hat er schon gestern per Mail bekommen. Rainer schreibt, ich hatte auch Eisblumen am Fenster, es war wohl glatt. Vielleicht war es bei denen auf der Straße auch glatt, ne? Vielleicht hat es angezogen und er war schnell unterwegs und dann hat ihn die Klette erwischt. Das könnte natürlich sein, ne? Biwak bei minus 20 war schon eine Nummer, sagte Rindy. Also ihr seht es, auch bei der Schweizer Armee wird man fürs Leben vorbereitet. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll, von meiner, also ich sag's nur ganz kurz, ein Auszubildender war traurig und ich habe ihn wieder ein bisschen aufgebaut. Wenn ihr wollt, dass ich diese Geschichte kurz erzähle, dann haut eine 1 in den Chat. Da ging es auch um die Bundeswehr. Ich glaube, da redet sich jemand im Kopf und Kragen, sagt da, ach Quatsch. Deswegen war ich bei der Marine. Wenn man als Marinesoldat ins Gras beißen muss, dann hatte man in den letzten 24 Stunden mindestens ein warmes Essen, eher zwei, und eine vergleichbare bequeme Koje, um drin zu schlafen. Also Socket Tuning hatte keine Lust, durch den Schlamm zu robben. So, wird denn was in dem Bericht zu der Ursache gesagt? Nein, also die Polizei sagt in dem Bericht nur, dass sie davon ausgehen, dass es überhöhte Geschwindigkeit war. Dann wird erzählt halt, dass die Batterien ein Problem sind, weil die über den ganzen Wald verstreut sind. Ihr seht ja hier auch, das hier ist ein Teil vom Dach, ne? Natürlich weiß man nicht, ob die Feuerwehr da auch noch... Nee, aber die hat ja nichts rausgeschnitten. Also das Auto muss es wirklich... ja, eigentlich in der Mitte komplett durchgerissen haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also es ist Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit der drauf gehabt haben muss, als er da gegen den Baum gerast ist. Ich glaube nicht, dass das hier der Baum ist, das ist nur ein Baum. Den Baum mussten sie auch nachher fällen. Hier sehen wir auch mal Teile der Batterie, ne? Das sind auch Teile der Batterie. Das sind also die Zellen dann auch zu erkennen. Mal sehen, ob man das hier irgendwo sieht. Ja, hier seht ihr dann auch mal die Zellen, ne? Und die haben halt dann teilweise auch noch eine Reaktion gezeigt. Einige sind dann wohl zischend in Flammen aufgegangen, ne? Und hier der junge Mann spricht auch von Explosionen. Hier nochmal ein Teil der Batterie. Und da geht es natürlich in den Kommentaren auch schon ziemlich ab. Hier sieht man auch mal die, also, der muss ja brutal schnell gewesen sein. Das ist unglaublich. So, jetzt gucke ich aber mal, was ihr zu der Geschichte sagt, ob ich die erzählen soll. Und bei Erreichen des Baumwipfels ist mit dem Klettern aufzuhören. Ja, das ist richtig. Habe schon mehrfach erlebt, dass herrenlose Hunde am Zebrastreifen warten, bis man angehalten hat und dann erst über den Zebrastreifen laufen. Rolf, glaube ich, auch. Hunde sind aber da, glaube ich, ein bisschen domestizierter als Wildschweine. Ich war bei den berittenen Schweizer Hochgebirgsmarine. Ah, also sowas gibt es in der Schweiz auch, die berittene Hochgebirgsmarine. Die nehmen die Schiffe auf den Pferden praktisch mit. Vier Pferde tragen vier Schweizer und in der Mitte ein Schiff. Und dann wird in den Bergen halt dort, wo die Flüsse langlaufen, machen die Schweizer, spielen sie Krieg. Also ich sehe ein paar Einsen und ein paar Zweien, das ist mir alles ein bisschen zu undifferenziert. Wir gehen mal auf Poll und machen, Moment, wo kommt es jetzt? Jetzt muss es kommen, Enter. So, also Geschichte von Bundeswehr und Azubi erzählen. Ja, nein. So, also bei den Sabbelpunkten drehe ich mal ein bisschen hoch, weil sonst wird das missbraucht. 1, 2, 3. Also ihr könnt auch mehrfach abstimmen. Das Ganze läuft eine Minute. Es geht los. Und dann warten wir jetzt mal ab, was daraus wird, ob ihr die Geschichte hören wollt. Jetzt abstimmen ist eine super interessante Geschichte. Ein paar haben sie auch schon gehört. Also gerade die Moderatoren kennen sie schon. Der Percy schreibt gerade, ist ein Performance-Modell, vielleicht ein Leihwagen, könnte sein. Wir gucken gleich auch mal in die Kommentare, damit ihr mal seht, was für ein Müll da erzählt wird. Was für ein unfassbarer, und da ist ein tragisches Unglück, ne? Was vermutlich durch den Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, eventuell verursacht wurde. Ja, kann aber auch andere Umstände haben, aber er muss schnell gewesen sein, weil sonst sieht ein Auto nicht so aus. Und dann wird darüber gesprochen, was doch Elektroautos für schlimme Fahrzeuge sind, ne? Also es ist unglaublich. So, mal gucken, hier war, glaube ich, was. Genau, warte mal, wir gehen mal höher. Und dann gucke ich gleich mal, was die Umfrage sagt. Hier wird nämlich hier ein ganz langer Strang, wo sie sich am Streiten sind, ne?
Also 62% wollen die Geschichte hören. Dann machen wir nur kurz die Tesla-Geschichte zu Ende. Also hier nochmal ein Kommentar von einem Thorsten Herzig. Schlimm, dass immer erst, also schlimm, Komma, das, Doppel S, immer erst jemand sein Leben verlieren muss, bevor sich was ändert. Rollende Zeitbomben, dieser Elektroschrott. Also da hat auch jemand, den Schuss nicht gehört, sag ich mal, weil der Unfall sicherlich nichts damit zu tun hat, dass es ein Elektroauto war. Dass es ein schnelles Elektroauto war, das hat vielleicht schon was damit zu tun, aber ein schneller Verbrenner hätte genauso diesen Unfall verursachen können. Da wird er dann hier auch angezählt, ne? Also hier zum Beispiel, dümmster Kommentar-Award wurde hier überreicht. Was haben wir noch? Weiter unten. Hier, diese Technik ist wohl noch nicht ausgereift. Man wollte schnell Geld, viel Geld verdienen. Da bleibt halt die Sicherheit auf der Strecke. Ich werde mich in kein solches Auto setzen. Die nächste Dame, die Unsinn erzählt. Und hier auch, bei uns ist so ein Auto stehend im Carport explodiert. An den Nachbarhäusern sind die Fenster zerflogen und es hat gebrannt. Vielleicht war mit dem Auto was nicht in Ordnung, bevor es verunglückte. Diese Variante ist hier noch nicht in Betracht gezogen worden. Also es wird ganz viel, also die Dame wollte dann auch noch ein Foto von dem Wrack hier posten. Hat sie nett gemacht. Also ich nehme an, das Auto, vielleicht ist es auch in ihrer Vorstellung vor dem inneren Auge explodiert. Ich weiß es nicht, aber so geht's da ab. Wir machen hier einen Haken dran. Weil es ein Elektroauto ist, ist es natürlich auch wieder eine ganz große Geschichte, die breit getreten wird. Wer ist ein Verbrenner? Wer ist ein schneller Verbrenner? Würde zwar auch Leute interessieren, aber es würde lang nicht diese mediale Aufmerksamkeit bekommen, wie jetzt da. So, nur weil ein E-Auto-Fahrer es übertrieben hat, sind doch nicht alle so. Es gibt genug komplett zerstörte Verbrenner, das ist das Gleiche. Schreibt der Norki, sehe ich auch so. Bei einem Verbrenner hätten sie Teile des Waldbodens abtragen müssen. Ja, vielleicht hätte es auch gebrannt, ne? Ich meine, wenn so ein Unfall passiert, kann es sein, dass das Auto auch zu brennen anfängt. Und es dann vielleicht sogar der ganze Wald abgeraucht wäre. The Jumper schreibt, Facebook halt, dort treiben sich rechte Trolle in Massen rum, auch linke Trolle. Das hat nichts mit der politischen Gesinnung zu tun. Wobei schon, ich glaube, auf Facebook sind es mehr rechte Trolle und auf Twitter sind es mehr linke Trolle. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Bei uns auf der A95 gibt es auch immer wieder schöne Unfälle mit schnellen Fahrzeugen, aber noch wenige mit Elektrofahrzeugen, sagt der Yeti. Ja, und ich sehe gerade, wir müssen mal wieder aktualisieren, nicht, dass ich hier was verpasse. Ich sehe gerade, der Dreier Stefan hat die Spendierhosen mal wieder an, hat 500 Bits gecheert. Vielen Dank, lieber Stefan, das schreibe ich mir natürlich gleich auf. Very großzügig, very appreciated in hard times. Und der Hosig hat im 10. Monat abonniert, Nase in den Dreck, du Jungspund. Dein Auftrag ist mir Befehl, eine Liegestütz für den Hosig. Ja, wir heben uns noch ein bisschen was auf, ne? So. Also, und jetzt kommen wir zu der Bundeswehrgeschichte. Also, sie ist auch ein bisschen tragisch. Ich trinke gerade nochmal einen Schluck, um meine Stimme zu ölen. Es ist ein bisschen eine tragische Geschichte. Also, ich saß morgens beim Frühstück, städtische Sparkasse und Landesleihbank Fulda war das damals noch, ja. Also, ganz was Edles. Und saß beim Frühstücken, ne, und da kam ein Auszubildender rein. Und der hat sich was zu essen geholt, eine Tasse Kaffee, ne, und setzt sich zu mir an den Tisch, weil ich mich natürlich auch immer der Auszubildenden angenommen habe. Und er hat ganz traurig geguckt, der junge Mann. Und ich habe zu ihm gesagt, was ist denn los, du guckst ja so traurig. Und er sagt, ja, ich habe jetzt im Januar, habe ich ja Abschlussprüfung. Habe ich gesagt, das packst du doch, du bist doch gut in deinem Job, ist kein Problem, das machst du mit links. Und er sagte, ja, das ist nicht das Problem, sondern ich war jetzt bei einer Musterung, ich muss dann direkt nach der Prüfung, muss ich zum Bund, also ich bin jetzt eingezogen worden. Das war, damals gab es noch die, musste man zur Bundeswehr Pflicht, wie heißt das denn nochmal? Pflichtdienst. Musste man zum Pflichtdienst oder man musste halt Ersatzpflichtdienst oder irgend sowas machen, ne? Da konnte man dann Krankentransporte oder ähnliches machen. Auf jeden Fall, er musste dann zur Bundeswehr und da habe ich zu ihm erstmal gesagt, Mensch, das ist doch gar nicht schlimm. Du musst das wie ein großes Abenteuer empfinden. Wo kommst du denn hin? Und er sagte, ja, ich komme zum Heer. Und da habe ich gesagt, das ist doch spitze, bei der Bundeswehr als junger Mann mit anderen Kameraden, mit 6 oder 8 Leuten zusammen auf der Stube, gemeinsam schlafen, Geschichten erzählen, dann auch bei den Übungen mal gemeinsam durch den Schlamm robben, auch mal bei Kälte durch den Wald laufen, mit den Waffen umgehen, die reinigen. Auch die Kaserne mal reinigen, auch die Interaktion mit den Vorgesetzten, ne, mit den Führungskräften, ich vergesse das alles immer wieder. Ihr wisst schon, das sind doch alles tolle Erlebnisse, die dir niemals wieder jemand nehmen kann.
Also du wirst das genießen, da wirst du zum Mann gemacht, das ist eine Charakterstärkung, allererster Kajüde, was Besseres kann dir nicht passieren, glaub mir, dass du wirst diese Zeit nicht mehr missen wollen, wenn die dann erstmal rum ist. Und dann sagt er zu mir, Michael Mensch, vielen Dank, und ich sag, ja, hier, gern geschehen, ich baue dich darauf gern wieder auf, kannst mir vertrauen, das ist eine ganz tolle Sache, ja. Und am Ende des Gesprächs hat er dann, also es lief so 20, 25 Minuten, wo wir uns darüber unterhalten haben und wo ich ihn wieder aufgebaut habe, und am Ende dieser 20, 25 Minuten fragt er mich dann, ja, und Michael, wo warst du denn beim Bund? Und dann habe ich nur geantwortet, ich bin ausgemustert. Versteh doch, ich habe ihn über 20 Minuten voll gelabert, wie toll doch der Bund ist, und ich bin aber ausgemustert worden. Ihr hättet sein Gesicht sehen müssen. Ihm sind alle Gesichtszüge entglitten, weil er gemerkt hat, dass ich ihn auch noch hops genommen habe. Nicht nur, dass er zum Bund musste, nein, er wurde von mir auch noch verscheißert. Ja, so muss das. So, wunderbar. Kenne ich schon die Geschichte, also Thomas kannte sie schon, Wehrdienst und Zivildienst hieß das. Ah, danke, siehste, ich habe das schon vergessen, Hotbird. Ich wurde auch in Fulda gemustert, Galassini-Ring, weiß ich noch wie. Ja, Hoko, das stimmt, Galassini-Ring. Ich bin damals raus und habe erstmal Hurra gerufen, weil sie mich ausgemustert haben. Erstmal auf Pause gedrückt, sagt der Thomas, okay. Feldwebel, jawohl, danke Stefan, woher soll ich das wissen, ich bin ja ausgemustert. Jedes Mal, wenn er die Geschichte erzählt, gibt es wieder ein paar Neuigkeiten, sagt Elektro-Indien. Ja, man muss immer ein bisschen ausschmücken. Feldwebel ist nicht der erste Vorgesetzte der Mannschaft. Ja, da ist halt ein anderer, Herr Schabernack. Der Herr Schabernack ist halt Profi, ne? Wenn der Berufssoldat ist, dann weiß er genau, wie da die Rangfolge entsprechend ist. Untauglich nennt man das. Stimme ich voll zu. Am besten bei der Marine waren die Auslandsreisen, sagt er, Niro 3, verlege ich keinen Wert drauf. Ich bleib lieber daheim. Der Marco schreibt, wurde damals auch ausgemustert. Ja, die Besten werden ausgemustert, Marco. Boah, das war echt fies, sagt der Dr. Schepper. Ja, war schon ein bisschen gemein, aber ich habe mich kaputt gelacht. Er hat dann auch grinsen müssen, weil er wusste, ich meine das nicht böse. Also ganz ehrlich, mich haben sie nach 3 Tagen Armee zum Notfallpsychiater geschickt. Danach war es erledigt. Also der Roman, the Arm, ne? Der Mann mit den Waffen als Oberarme, ist ausgemustert worden. Oder ist das ist dann nicht ausgemustert, ne? Sondern das ist dann nach Hause geschickt, weil du wahrscheinlich ein zu enges Verhältnis zu deiner Waffe aufgebaut hast. Na, irgend sowas wird es gewesen sein. Der Jumper sagt, naja, er hätte Zivildienst machen können, habe ich damals auch gemacht. Ja, aber warum, wenn ich nicht muss? Nee. Du hast natürlich recht, das wäre gesellschaftlich viel besser gewesen und hätte mir auch nicht geschadet. Er war also schon immer so ein sympathischer Typ, sagt das sogar ja. Ebenfalls ausgemusterter Merit. An alle Ausgemusterten da draußen ein herzliches Hallo. Es gibt ja einen Grund, warum wir ausgemustert sind. Weil wir körperliche Gebrechen haben, die es uns nicht ermöglicht haben, unserem Land zu dienen. Dass du noch lebst, wundert mich, sagt der Otto. T5 und Ruhe war, was ist T5? Keine Ahnung. Ach, T5 war die Tauglichkeitsstufe. Ausgemustert wegen zwanghaften Laborns. Ja, dann hätten die nachts nicht schlafen können. Nach 6 Wochen Wehrdienst war ich T7 und dann wollten sie mich nicht mehr. Yes. Also auch der Peter Diesen hat sich rausgelaviert. Ausgemustert, also bist du ein Krüppel. Krüppel können wir beim Bund eh nicht gebrauchen. Ja, Kruppi, das kann man so sagen. Ja, die Ausfahrt mit Y-Tours haben was. Fahren sie, wohin wir wollen. Okay. Die Armee-Erfahrung hat noch niemandem geschadet, sagt der Herr Schabernack. Ja, sag ich ja, Herr Schabernack. Die hat anderen noch nie geschadet. Ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich es nicht gemacht habe. So, wir gehen nochmal weiter runter. Der Stefan sagt, werden 30 bis 60 Soldaten, also mehrere Gruppen zusammengefasst, spricht man von einem Zug. Eine Zugführerin oder ein Zugführer hat in der Regel den Dienstgrad Hauptfeldwebel. Aha. Also Stefan scheint auch beim Bund gewesen zu sein. Der Rolf wurde nicht ausgemustert, habe dann beim Wehrdienst einen 5-Kilogramm-Schein bekommen, durfte nicht mehr als 5 Kilogramm tragen. Ah, das ist auch mal gut. Mein Bruder, mein ältester Bruder, der war bei der Luftwaffe und der hat immer erzählt, dass er die P-1000 und die F-350 oder irgendwas bedient hat. Das waren dann ein Telefax und eine Schreibmaschine. Und weil er der Schmächtigste, kann man heute auch nicht mehr sagen, aber damals war er ein ganz Schmächtiger. Und immer wenn die einen tragen mussten von den Kameraden während den diversen Trainings oder Übungen oder wie das heißt, durfte er immer auf die Trage, weil er mit Abstand der Kleinste und Dürste war. Und die anderen großen Jungs haben ihn dann immer auf der Trage geschleppt, ne, weil es für die dann auch am einfachsten war. Du hast keine körperlichen Gebrechen, eher geistige. Ich würde sagen beides, lieber Ex-Westfale. Wir mussten als Kinder hart arbeiten, deshalb mit 18 schon kaputt. Ja, 0815 Kilroy. Das ist jetzt die offizielle Geschichte, die ich erzählen werde.
So, Socket Tuning schreibt noch, als ich damals in die Offizierslaufbahn gewechselt bin, musste unser Schiffsarzt mich nochmal durchchecken. Dafür hatte er dann meinen Musterungsbericht angefordert. Er meinte, der liest sich wie die Autopsie von Quasimodo. Und da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe ja eine Körperhaltung wie Quasimodo. So, Prost. Damit haben wir die Geschichte auch abgearbeitet. Und jetzt kommen wir zur Renault Zoe. So, also der Vater vom Stefan war Hauptfeldwebel bei der Artillerie. Da auch vielen Dank, ne, für den Dienst am Vaterland. Und der Albert hatte eine 5-Kilometer-Beschränkung für Märsche wegen meiner Knie. War lustig, habe mir alle Märsche vom Transporter angesehen. Da warst du bestimmt super beliebt, könnte ich mir vorstellen. Gut, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was uns alle bewegt und was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, vermute ich zumindest, dass die heutige Band irgendwie viel geschaut wird. Denn ich gucke gerade mal, die hat nämlich erstaunlich viele Views. Die anderen Bands, die letzten Wochen, sind nicht ganz so gut gelaufen. Ich gucke gerade mal. Hat schon 5700 Views, ne? Also das ist schon gut und das, ich vermute, es gibt einen Zusammenhang mit der Meldung zu Renault Zoe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also hier haben wir jetzt erstmal zur Information für euch den NCAP Crashtest aus dem Jahr 2013. Und da hat die Renault Zoe 2, 4, 5, hätte ich auch so, ne? 5 Sterne bekommen. Sie hat bei der Erwachsenen-Insassensicherheit 89 Sterne bekommen. Oh, ich habe ja die komplett ausgemacht, meinen Fußwärmer. So. Hier stimmt mal wieder was nicht. Jetzt. Bo. 80% bei Kinder, 66% bei Fußgänger und 85% bei Sicherheitsunterstützung. Das merken wir uns jetzt mal. 5 Sterne, 89, 80, 66, 85. Und jetzt gucken wir hier mal rein, wie es die Renault Zoe zerlegt hat. Also, hier geht's schon los. 43% zu 89%. Also, das ist schon erstaunlich. Wir gucken mal, was da so passiert. So, jetzt fährt sie rein. Aber eigentlich sieht die Fahrgastzelle für mich echt noch intakt aus. Und das hier ist jetzt die 50 km/h Offset oder Deformable Front Mobile Progressive Deformable Barrier. Also ich sag mal so, das sieht aus wie der Offset-Test mit 50-50. Zwei Autos fahren mit jeweils 50 km/h aufeinander drauf. Und da sieht das für mich gar nicht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken mal weiter. Keine Ahnung, warum das so schlecht für die Renault Zoe ausgegangen ist. Also hier die Scheibe reißt auf jeden Fall. Auch die Tür geht hier oben rechts auf. Ich weiß nicht, was genau dazu geführt hat. Wir gucken mal weiter. Von oben nochmal. Also für mich sieht es so aus, als hätte die Knautschzone ihren Job gemacht. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Und das ist jetzt frontal gegen eine Mauer, ne? Also, auch wahrscheinlich mit 50, jawohl. Und auch da, finde ich, sieht das im Großen und Ganzen doch gar nicht so schlecht aus. Der Airbag hat seinen Job gemacht. Die Kabine bleibt intakt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was mit den Füßen ist, aber ich gehe mal davon aus, der Fußraum bleibt auch intakt. Okay, jetzt für die Halswirbel ist das bestimmt eine heftige Belastung. Ja, das kann schon sein. So, wir gehen mal weiter. Jetzt der seitliche und der, glaube ich, hat einiges an Punkte gekostet. Ja, und hier sehen wir es auch. Achtet mal auf den Airbag, der nicht aufgeht. So. Seht ihr das? Da ist kein Airbag. Und ich gehe davon aus, so haben es zumindest die Medien geschrieben, dass dieser fehlende Airbag, dass der wohl der Hauptgrund ist, dass die Zoe dann so abgestraft wurde. Wir gehen nochmal weiter. Mal sehen, hier können wir es nochmal sehen vielleicht. Hier seht ihr, dass der Kopf direkt, das ist also jetzt die Glasscheibe splittert, weil der Kopf in der Seitenscheibe landet. Ne? Also das ist schon heftig. Wir gehen nochmal weiter. Ansonsten, was die Fahrgastzelle angeht, ne? Sag ich mal so, wenn man jetzt hier guckt, ich denke mal, dass sie noch halbwegs standgehalten hat. Also der Seitenaufprallschutz, so schlecht wird er wahrscheinlich gar nicht sein. Wenn bei jeder Kleinigkeit kein Gebimmel kommt, gibt es schon Abzüge in den Sternen, sagt der Rolf. Ja, das ist sicherlich so. Nur ein Airbag, gleich, ja. Was
Die Zoe gibt es ohne Airbag. Doch, die hat einen Airbag, aber ich glaube, Seiten-Airbag ist da das Problem. Die haben irgendwie eine neue Version und die ist wohl auch schlechter. Also genau kann ich es euch nicht sagen. Wir können ja da auch nochmal nachlesen. Vielleicht finden wir noch was dazu. So, ich sehe aber gerade, Moment mal, Nase in den Dreck, den hatte ich. Ask Mike hat im 6. Monat abonniert. Vielen Dank, lieber Ask Mike. Also, eine Liegestütze für den Ask Mike. Zack. Und der Herr Schabernack, der Bundeswehrsoldat, der momentan beim Frank, aka Dr.Beat-Samsö, bester DJ Europa, wenn nicht sogar weltweit, auf jeden Fall abonnieren, da gerade zu Besuch ist und einiges ausstehen muss, hat ein Stufe 1 Abo verschenkt. Vielen Dank, lieber Herr Schabernack. Eine Liegestütz für den Herrn Schabernack. Gut. So, wie mein 18 Jahre alter Seat abschneiden würde, ja, Gary, der würde wahrscheinlich sehr schlecht abschneiden, ne? Das kommt dabei raus, wenn man nur noch sparen möchte, ja. Der hat mich mit, Dr. Beat ist schuld, der hat mich mit einem Knuddler, ach, ist das süß. Ach, ist das süß. Und ich dachte, der Frank ist ja verheiratet mit einer ganz bezaubernden jungen Dame, ne? Aber das heißt ja nichts in der heutigen Zeit. Und ich wünsche euch beiden da auf Samsö auf jeden Fall viel Spaß. Und was auf Samsö geschieht, das bleibt auf Samsö, Herr Schabernack. Also von daher, tobt euch aus, Jungs. Habt Spaß. Okay. Oh, jetzt sehe ich gerade, Gast auf dem Ast hat auch noch im 14. Monat abonniert auf Stufe 1. Vielen Dank, Gast auf dem Ast. Very appreciated, Hard Times. Eine Liegestütze für Gast auf dem Ast. Gibt es schon eine Reaktion von Renault? Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, ob die überhaupt darauf reagieren. Was wollen sie machen, ne? Wir gucken nochmal weiter. Ah, hier jetzt nochmal mit dem Sidepole. Und da ist sicherlich auch wieder der Kopf das Problem. Man sieht auch, da geht kein Seiten-Airbag auf, ne? Da explodiert zwar was. Guck mal. Da explodiert was. Da. Hier geht irgendwas auf, aber scheint kein Kopf-Airbag zu sein. Doch. Okay, jetzt ist klar. Passt mal auf, ich spiele das mal ganz langsam ab. Obwohl, das wird wahrscheinlich jetzt gleich noch langsam. Wiedergabegeschwindigkeit. Gehen wir mal auf 0,25. So, Achtung. So, jetzt hier das. Da geht der scheinbar der Seiten-Airbag auf. Und das Ding scheint ja der totale Schrott zu sein. Ja. Okay. Also, liebe Renault-Verantwortliche, guckt mal hier. Wenn das wirklich das scheint, ist es der Arm von dem Dummy oder ist es der Airbag? Es sieht so aus, als wäre es der Airbag. Da. Leute. Das ist doch kein... Okay, dann kann ich auch verstehen, dass NCAP gesagt hat, hier, pass auf. Das Ding, das werden wir ab. Das geht ja gar nicht. Also, die haben ja geschrieben, beim Handelsblatt war es, glaube ich, dass das am schlechteren Airbag liegt, dass da Kopfverletzungen so entstehen. Und da kann ich nur sagen, verstehe ich absolut. 52% jetzt bei beim Schutz für Kinder. 52. 80% hatte er. Das liegt wahrscheinlich auch wieder am Seiten-Airbag. Vielleicht hinten. Oder sie haben jetzt heute neue, härtere Anforderungen. Mal gucken, das ist nach vorne. Okay. Jetzt Seide. Ja, hier guck mal, was da aus dem Fenster fliegt. Ist das der Airbag? Das könnte der Airbag... Nee, oder ist das... Ist das der Airbag oder ist das was von der Puppe? Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Das sieht aus, als wäre es von der Puppe. Das ist doch nicht der Airbag. Ist das der Arm? Keine Ahnung. Okay, hinten gibt es augenscheinlich keine Airbags. Zack, und da geht der Kopf gegen den Holm, gegen den C-Holm. Und das kann natürlich... Oh ja, hier haben wir auch die Kontaktstelle, ne? Gut, okay, sehe ich ein, das ist nicht ganz so gut, da muss man ehrlich sein. 52% bei den Fußgängerschutz hat er 66% jetzt, da hatte er vorher... hat er 41 jetzt, vorher 66. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Anforderungen jetzt auch gestiegen sind. Das wundert mich, ich hatte mal einen Clio Campus für 9000 Euro neu gekauft und der hatte den Seiten-Airbag im Sitz. Also ich glaube, das Teil, was ich da gerade gesehen habe, wo ich dachte, das könnte vielleicht der Airbag sein, das ist wahrscheinlich doch irgendwas von der Puppe. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was, haha, und der Dr. Beat sind ein Paar, habe ich das richtig gehört, Michi? Nein, das hast du nicht richtig gehört. Hier bitte keine, nicht irgendwelche Gerüchte in den Raum stellen, wobei es ja auch nichts Schlimmes wäre, ne? Jeder nach seiner Fasson, sage ich immer. Geht mich nichts an, soll jeder machen, wie er meint. So.
So, da fährt ein Rollo runter beim Crash, schreibt der Percy, okay. Das flog er arm, okay. Hier sind die Ergebnisse auch nochmal aufgeschlüsselt. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, Philipp. Oder soll ich das nochmal, ich mach's nochmal auf. Ja, das habe ich ja auch nochmal auf. Das habe ich hier ja sowieso nochmal. Guck, das ist dasselbe. Da können wir gerne auch nochmal gleich reingucken. War der Arm der Testpuppe, schreibt jetzt auch der Albert. Der im Rahmen der Überarbeitung erfolgte Wechsel vom Seiten-Airbag im Sitz zum Thorax-Airbag, beispielsweise seinen Rückschritt, beklagen die Sicherheitsexperten von Stern. Okay, jetzt gucken wir mal. Thorax-Airbag. Kopieren. Was ist denn ein Thorax? Kenne ich, das war eine Figur aus dem Kinderfilm. Also war das vielleicht doch der Airbag? Normalerweise gehen ja die Kopf-Airbags dann über die ganze Seite. Also wenn ich jetzt, Moment, ich zeige euch mal ein Foto, damit ihr mal seht, wie diese Airbags normalerweise aussehen, wenn sie ausgelöst haben in einem teuren Auto, was sich bewährt hat. Moment. Ich muss nur sehen, dass ich das richtig bearbeite, damit ihr auch nicht zu viel seht. So, da kommt natürlich auch noch ein Video. So, genau. Mal sehen, habe ich das auch von der Seite? Ah, so halbwegs von der Seite habe ich es. So ähnlich habt ihr das ja schon mal gesehen. So, ich mache das noch ein bisschen größer mal. Fahre noch ein bisschen zur Seite. Also, nach einem Unfall in einem Audi e-tron GT, ja, sieht ein Airbag so aus. Und das Foto habt ihr schon mal gesehen, aber mit runtergeklappter Fronthaube. Die habe ich dann runtergeklappt, damit ich im Auto besser sehen kann. Also hier das ganze Auto. Es waren alle Airbags offen und es war komplett keine Sicht mehr aus dem Innenraum. Die Sicht nach vorne war halt eingeschränkt, weil die Frontklappe auf war. Ne? Und das, was ihr hier an Blut seht, das ist alles vom Ferkel. Die Zoe hat wohl keinen Window-Airbag. Ja, der Airbag ist nur im Sitz. So viel Blut. Ja, das ist, wie gesagt, alles von der Wildsau. Und hier vorne, deshalb habe ich das jetzt auch größer gemacht, sieht man auch noch ein bisschen Rest von der Wildsau. Ne? Und so sieht das aus bei einem Auto, ne, wo die Airbags vernünftig sind und auch eine Schutzwirkung haben. Die decken nämlich die gesamte Fensterseite, den gesamten Kopfbereich ab und dann bieten die auch Schutz. Und das ist halt doch was anderes als das, was wir bei der Zoe gesehen haben. Ne? Zeig mal die Front. Nein, ich mache noch ein Video, Fred. Es wird noch ein Video kommen, wo ich dann sage, das sicherste Auto der Welt, Audi e-tron GT. Und da zeige ich auch ein bisschen Videomaterial, ein paar Fotos. Ich zeige aber nichts von der Unfallfahrt an sich. Da werde ich warten, bis noch ein bisschen mehr Gras über die Sache gewachsen ist. Und dann gibt es irgendwann auch nochmal ein Video zu der Fahrt. So, ist das Wildschweinblut? Ja, das ist Wildschweinblut. Aerodynamisch jetzt wie ein LKW. Na, immer noch besser als so manches SUV, würde ich mal behaupten. Gut, also, wir gucken nochmal weiter. Aber ich glaube, es kommt sonst nichts Wichtiges mehr. Hier wird ja dann nur getestet. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so entscheidend für uns. Aber auch da hat die Zoe weniger Punkte bekommen. Wobei ich davon ausgehe, das liegt dann wirklich an den verschärften Testbedingungen. Bei den Safety-Assist-Systemen hat sie nur 14% bekommen, weil wohl auch das eine nackte Zoe war und auch das eine oder andere Sicherheitsfeature nicht verbaut war und dann kriegst du halt gleich Abzüge. So, jetzt schreibt gerade noch der Raschku, dass der Dacia kaum besser abgeschnitten hat, das ist richtig. Der hat deshalb einen Stern bekommen. Oh, das ist ja falsch, wir kombinieren. Doch, ist richtig. Das ist jetzt erstmal das Pony. Das habe ich rausgesucht als hervorragendes Fahrzeug. Das hier ist der Dacia. Und ich denke mal, also ganz ehrlich, jetzt schon das von der Seite sieht für mich ein bisschen schlechter aus als bei der Zoe. Ich kann mir nicht helfen. So. Guckt euch das mal an. Das hält doch hier an oder die Fahrgastzelle scheint stabiler zu sein. Es dringt weniger in den Fahrgastraum ein als bei dem Dacia. Bei dem Dacia Spring. Spring. Hätte ich zumindest jetzt gedacht. Wir gucken jetzt mal, wie das hier... Ja, jetzt gucken wir auch nochmal hier. Gut, scheint trotzdem intakt zu sein, aber ich gehe mal davon aus, dringt ein bisschen weiter ein. Nochmal von hier oben. Allein das Geräusch, ne? Wir gucken aber jetzt mal, wie das hier mit dem Seiten-Airbag ist. Ob das hier besser ist. So. Am Ende ist der Dacia Spring noch sicherer als die Zoe. Guckt euch das an!
Da geht ein Airbag auf, der den Kopf schützt. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Was ist das für eine Kacke? Dacia Spring? Renault Zoe? Dacia Spring? Renault Zoe? Da haut der Kopf die Scheibe kaputt. Und hier wird der Kopf durch einen Airbag geschützt. Das ist doch Wahnsinn. Im viel günstigeren Auto. Ich glaube, der hat der Clio-Basis oder hat die Zoe-Clio-Basis? Der Niro-Driver hat leider Chipmangel und deshalb Kurzarbeit, das tut mir leid. Warum schickt man eine Zoe ohne Assistenzsysteme zum Test? Kann ich nicht sagen. Die werden sich das selbst ausgesucht haben von NCAP. Vielleicht holen die da die Einstiegsmodelle, keine Ahnung. Es geht ja nicht nur darum, wie das Auto aussieht, sondern auch, was die Kompressionsmessungen sagen. Ja, natürlich, wenn er sich mehr verformen kann, hat er vielleicht auch mehr Energie aufgenommen. Du hast natürlich recht, so vereinfacht sollte man das nicht sagen. Ja, und der Killroy schreibt das gleiche ungefähr wie der Philipp. Bei dem versetzten Frontaleinschlag war sogar eine Delle im Dach beim Dacia. Ja, aber Peter, wie gesagt, vielleicht ist ja die Energie da besser aufgenommen. Das kann fast nicht sein. Was kostet die Zoe mit Akku? Ja, traurig, da muss Renault nachrüsten. Zoe ist auf Clio-Basis, schreibt The Jumper. Das billigste E-Auto hat einen Seiden-Airbag, aber eins der meistverkauften nicht. LOL. Ja, also für mich sieht es so aus. Was sagt ihr dazu? Der Kopf ist doch im Fenster. Und der Kopf ist im Seiden-Airbag. Also da fahre ich doch lieber mit dem Dacia Spring durch die Gegend. Tut mir leid, Rindy. Ist richtig, auch diese billigen Autos zu testen. Ich hole jetzt mal gerade mal den Discord dazu. Vielleicht ist ja auch der Rindy im Discord. Und dann können wir mal gucken. Oh. Dann können wir mal gucken, was die Discord-Jungs und Mädchen zu sagen haben. Moment. So. Hallo, lieber Discord. Wollt ihr mal Hallo in den Chat sagen? Hallo. Oh, Moment. Man kann euch doch nicht hören. Ihr müsst doch warten, bis man euch hören kann. Menschenskinder, ihr wisst doch, wie der Hase läuft. So, jetzt. Hallo, Chat. Hallo zusammen. Stream. Hallo zusammen. Hallöchen. Hallo. Von Samsung. Grüßt euch miteinander. Was sagt ihr dazu? Also erstmal Hallo in den Discord. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch den Eindruck, dass die Zoe keinen Kopf-Airbag hat, keinen seitlichen Kopf-Airbag und der Spring schon? Michael, ich habe gerade das 2013er Video von der Zoe offen und da ist noch ein besserer Airbag verbaut, wenn du schaust. Ja, gucken wir mal. Das hier ist die 2021er, dann gehen wir mal in die 2013er. Renault Zoe NCAP 2013. Das ist eine gute Idee, Albert. Gucken wir mal. Moment, was war denn das gerade für ein... Ah, ich dachte schon. Okay. So, wir gucken mal. Hier. Hier sind wir. Moment. Ach, guck an! So, Achtung! 2013 oder so. Alter, das habt ihr gesehen, oder? Wie der aufgeht. Airbag? Kein Airbag. Okay, ganz ehrlich, dann hat es Renault nicht anders verdient. Ich weiß nicht, Rindy, hast du einen Kopf-Airbag an der Stelle, weil du eine höhere Ausstattung hast, oder hast du da auch nichts? Keine Ahnung. Und was sagst du dazu? Findest du das gut oder findest du es kacke? Ja, man muss auch bedenken, die Plattform, wo die Zoe draufsteht, ist aus 2012. Ja, aber damit kann ich ja leben. Aber dass die bei einem neueren Modell den billigeren Kopf-Airbag drin haben, der ja offensichtlich kaum Schutzwirkung entfaltet, während bei dem 2013er Modell da ein Airbag ist. Vielleicht hat auch der Spardruck zugeschlagen. Ja, also ich kann mir auch nur vorstellen, dass es da ums Geld geht. Also einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man sich das anguckt, also das ist schon echt... Da bin ich jetzt ein bisschen entsetzt. Andere Meinungen noch im Discord?
Ja, sehe ich auch ja, so. Wir stimmen dir zu, Rauch entsetzt. Ne? Also keine ergänzenden Angaben, die von euch kommen, okay. Dann machen wir mal weiter. Oh, das habe ich hier aus Sauerei, glaube ich, gemacht. Jetzt habe ich mein teures Hoodie habe ich vollgekleckert mit diesem ätzenden mit diesem leckeren Paderborner Pilsner. Hoffentlich ätzt mir kein Loch in meinen Hoodie. Sag mal, Frank, eine Frage. Hattet ihr beide heute schon das eine oder andere Paderborner? Drei, vier. Man hörte ich, dass so ein bisschen die Zunge ein bisschen schwerer ist. Kann das sein? Trauen sich? Nein, aber ganz schön frech für die Frisur. Mein lieber Freund, ich wäre ja immerhin fast auch mal zum Bund gekommen, ne? Wenn ich dann ausgemustert worden wäre. Und dann wäre ich sicherlich Scharfschütze Hätte, wäre, wenn und aber. Nein. Moment, wie heißt denn das, dieser Sondertrupp auch bei den in den USA, wie heißt das da? Da heißt die Navy SEALs und in Deutschland? KSK, Kommando Spezialkräfte. Ja, ich wäre bei die KSK gekommen, wenn ich keine Blattfüße hätte, ne? Weil dann hätten sie mich bestimmt nicht ausgemustert und dann wäre ich heute ein Influencer, ein Streamer mit kurzem Haarschnitt. Nein, einfach nein. Okay, ich gucke jetzt nochmal, was der Discord, der Chat noch schreibt. Discord noch lauter, okay, machen wir noch lauter. Die Alte hatte einen, jawohl, ich finde das schon ein starkes Stück. Die haben den Renault falsch getestet, die müssen den Dummies ein Baguette unter den Arm klemmen, dann trifft der Kopf auch den Airbag. Der Sebastian, unser Blumenkind, hat es natürlich wieder auf den Kopf getroffen und wir müssen mal ganz kurz hier so. Oh, guck mal, wie das Zebra sich verbeugt und wie die Piratenflagge im Wind weht. Also die Burg wird immer besser, von Sendung zu Sendung. Da hat sich der Otto wirklich selbst übertroffen unter der HH und der Erich, unter Sebastian. Und natürlich der Mainz da ursprünglich auch. Aber der hat sich der dunklen Seite der Macht zugewandt. So, Moment, jetzt hat sich hier irgendwas noch getan. Moment, da machen wir gleich weiter. Ich will euch nämlich auch noch ein Auto zeigen, was natürlich vorbildlich ist, ne? So, Gast auf dem Ast hatte ich. Wassermensch hat 50 Bits gecheert. Vielen Dank, Wassermensch. Wassermensch hat nochmal 100 Bits gecheert. Vielen Dank, Wassermensch. Very appreciated. Und der Nikon hat 10 Bits gecheert. Sind zusammen 160 Bits. Vielen Dank an euch beide. Very appreciated. 160 Bits. Schreiben wir uns auf. So, Prost. Seht ihr, ist schon wieder gerostet, das Bier. Habe ich noch Schaum an die Nase bekommen. Na, sowas. Gut. Also, und jetzt gucken wir uns mal ein hervorragendes Auto an, was den NCAP Crashtest betrifft. Wir gucken uns nämlich dieses Auto hier an. Es ist nicht wunderschön. Ein Ford Mustang Mach-E. Haben sie einen Allradler genommen? Mal gucken. Also, 92% zu 89 2013, das lassen wir mal weg, zu 43%. Und zu 49%. Scheint also ein Ticken sicherer zu sein. Oh. Ja, aber bleibt, ne, Fahrgastzelle sieht auch so aus, als bliebe sie stabiler als beim Dacia Spring. Wie gesagt, kommt wieder drauf an, wie sich auch die Energie auf die Karosse übertragen kann, ganz klar. Das sind zwei verschiedene Airbag-Typen, schreibt der Raschke nochmal. Tesla hatte kurze Zeit auch Airbag-Mangel in den USA. Okay, das ist Renaults Elchtest-Moment. Ich weiß nicht, ob das die Leute überhaupt interessiert, wie viele Sterne der bekommt, ne? Schreibstubenhengst wäre er geworden. Oh, das ist ja eine Frechheit. KSK, Sondereinsatzkommando, wäre ich geworden. Einer von diesen Muskelbepackten, bin ich ja jetzt auch. Michi würde dann eh Panzer fahren. Ja, da würde ich drauf bestehen. Wenn ich Panzer fahren sollte, müsste er elektrisch sein. Wann kommen die besten Autos der Welt? Da ist es doch. Gibt es auch Licht für die Schlappen? Ja, die Schlappen haben Licht. Nur weil die halt so groß sind, sieht man bei den Schlappen hier nichts, ne? Gut. Wie der Test wohl mit dem Cybertruck ausgeht, ich glaube, der Cybertruck würde hier diesen Fahrschemel zerstören. Wir gucken mal weiter. So, wir gehen nochmal hier.
Also ich muss auch sagen, ich war ja heute auch mal wieder einkaufen mit dem Pony, ne? Also er fühlt sich schon solide an, ne? Ich glaube, wenn ich da irgendwo dagegen fahre, gegen so eine Wildsau, das würde schon auch gut für mich ausgehen. Ja, guckt euch das mal an. Also, jetzt rein vom optischen Eindruck her. Oh. Aber auch da. Also ich glaube schon, ja, dass der Mustang Mach-E durchaus. Wir gucken aber gleich uns auch nochmal den seitlichen Aufprall an. Guckt mal, sogar das 17 Zoll Display bleibt intakt. Das ist natürlich ganz wichtig. Und da das Kind. Ah, okay. Aber da haben sie die Kamera auch ein bisschen unglücklich aufgehängt, ne? Sieht man ja kaum was. Aber ich denke, da hat er ganz gut abgeschnitten. Jetzt nehmen wir mal den Seitenaufprall. Jetzt bin ich mal gespannt. Guckt euch... Da kommen ja von zwei Seiten Airbags. What? Oder was ist das? Wo kommt denn der mittlere her? Michael, in der Mittelkonsole ist ein Airbag, damit die Fahrer, also der Fahrer und Beifahrer nicht aneinander stoßen im Kopf. Das ist die neueste Entwicklung. Danke, Albert. Was sagt man dazu? 92%. Also ich denke mal, an dem Auto... Guckt euch das an. Da! Da poppt's raus! Das mittlere Kissen. Ah, guck mal, das kommt beim Fahrer unten raus. Nee, hinterm Sitz. Oder? War das hinterm Sitz? Ich glaube, das war hinterm Sitz. Moment, Moment, Moment. 0,25. Das gucken wir jetzt gerade nochmal. So viel Zeit muss sein. Das will ich jetzt auch mal wissen. Da! Es kommt hinterm Sitz raus. Und schiebt sich dann nach vorne. Und verhindert. Und jetzt sehen wir auch hier, ja, das, was da rausgeflogen ist, war der Arm von der Puppe. Das ist natürlich auch super, dass die Arme da rausfliegen, ne? Ja, und so ist verhindert worden, dass der Beifahrer oder die Beifahrerin oder das Beifahrer, ne, auf den oder die oder das Fahrer trifft. Oder Fahrerin oder wie auch immer. Finde ich super. Das beruhigt mich, weil ich bin ja schon ein bisschen ein Quacks, ne? So, wir gehen nochmal weiter. Was kommt noch? Ach, hier sehen wir das auch nochmal von hinten, ne? Ja. Oder? Nee. Aber guckt euch mal an, wie das Auto dann aussieht. Die gesamte Seite ist mit Airbags zugepflastert. Aber gut, die Zoe ist natürlich auch aus 2013. Muss man auch ganz klar sagen. Bo. Ich finde die Forderung von Move Electric richtig klasse, dass jeder E-Auto-Besitzer eine Ladesäule bei der Gemeinde beantragen kann. Die Forderung? Okay, ja. Jetzt hat mich ein bisschen rausgeballt. Ich habe gerade gedacht, die Forderung kann man doch auf jeden Fall stellen. Oder meinst du, dass wenn man fordert, dann auch eine Säule hingestellt werden muss? Weiß ich nicht, ob das jetzt jede, für jeden Elektroautofahrer eine eigene Säule aufgestellt werden müsste. Ich weiß nicht genau, wie du es meinst. Nein, das lese ich nicht vor, Jörg. Da brummt das Display nicht mehr. Ja, ich hoffe ja noch, dass ich ein anderes kriege, weil bei der Ben Ice Challenge oder Be Nice Challenge hat es in Eichenzell ganz schön gebrummt. Nochmal, das kannst du optisch nicht beurteilen, sagte Rainer. Ja, nur so rein von meinem Gefühl. Ne? Ich habe ein gutes Gefühl vom Gefühl her. Braucht nicht jemals, hoffentlich braucht Michi jemals diesen Airbag. Das sind Frisurschutz-Airbags. Okay, nein, ich hoffe nicht, dass ich diese Airbags irgendwann brauche. So, wir gucken aber nochmal weiter. Was kommt noch? Mal schauen. Hier nochmal den Barriereaufprall. Und der Rainer stellt ja nochmal fest... Oh, aber guck mal. Also Rainer, das ist schon ein Unterschied. 50 zu 50. Okay, und bei den Kindern haben wir 86 zu 39. Nee, halt zu 56. Und zu 52. Also auch für die Kinder ist der, weil mir sind die Kinder natürlich ganz besonders wichtig, auch für die Kinder ist er gut. So, und jetzt gucken wir nochmal weiter. Was haben wir hier noch? Achso, das ist jetzt Pedestrian. Pedestrian hat er 69 zu 39 zu 41. Ist er also auch deutlich, gut, ist natürlich auch ein teureres Auto, ne? Muss man auch sagen. Hier jetzt die, das ist jetzt, läuft einer über die Straße. Guck an, der hält er scheinbar von alleine. Schafft er auch im Dunkeln. Mal gucken. Ach, guck an.
Ah, das ist halt schlecht hier, oder? Okay, jetzt ein Fahrradfahrer. Hat er auch erkannt? Hallo? Da kann man gerade bei Fahrradfahren, das ist mir doch wichtig. Und jetzt seitlich Fahrradfahrer, was ist? Oh. Irgendwie hat er da nicht gebremst. Ich glaube, da hat er erkannt, dass das kein Rennrad ist, sondern ein E-Bike. Ich nehme an, das ist ein E-Bike. Und da hat er gedacht, naja, da muss ich nicht unbedingt bremsen. Na, man weiß es nicht. Okay, das ist nicht ganz so schön. Da gehen wir schnell weiter. Bei einem Assistenzsystem hat er 82% bekommen. Okay, er bleibt vor einem stehenden Hindernis stehen. Das kann auch nicht jedes System, ne? Ja, schafft er auch. Abbiege-Assistent. Passt auch. Spurhalteassistent. Wobei der schon oft aussteigt, finde ich. Lane Support, also er kennt den Straßenrand. Also das ist doch alles ganz gut. Und hier das Endergebnis. Also Ford Mustang Mach-E hat 5 Sterne bekommen. Wobei das mit den Sternen ist mir auch zu undifferenziert. Wollen wir nochmal schnell vergleichen mit dem VW ID.4, was der gekriegt hat? Oder welches Auto wollt ihr, was wir nochmal vergleichen? Also der Amiga sagt, der Skoda ist in fast allem besser. Mal gucken, ob der Skoda Enyaq schon mal gecrashed wurde. NCAP. Sieht aber gut aus. Da ist er. Gut. Herausforderung angenommen. Wir gucken aber direkt in die Prozente, damit wir uns nicht alles nochmal angucken müssen. Wo ist es denn? Ach, das ist jetzt wieder vom ADAC. Der scheint das immer zu übernehmen. Ah, und hier ist wohl... Ja, das ist das Original. Habe ich mir sogar schon mal angeguckt. Seht ihr? Als das damals wahrscheinlich neu rauskam. Da ist es. Jetzt wird spannend. Halt. So. So. Da haben wir die Ergebnisse direkt nebeneinander. Also, bei Adult Occupant 94 zu 92. 2% besser Skoda Enyaq. 86 zu 89 bei Kindersicherheit. Hat er Enyaq 3% vorne. Bei den Pedestrians hat er 2% vorne und bei den Assistenzsystemen sind sie gleich auf. Aber ich würde mal sagen, das ist... Achso, das seht ihr gar nicht, ne? Ne, ihr seht das gar nicht. Das ist ja wieder mal clever von mir. Moment. Fensteraufnahme, Moment mal, Bildschirmaufnahme. Bildschirmaufnahme. Okay. Sehen, ob ich das hier jetzt dazu kriege. Da haben wir es doch. Bildschirmaufnahme. Jetzt seht ihr das auch. Moment, ich mache das aber mal dahin. Dahin. Jetzt seht ihr auch die entsprechenden Ergebnisse, aber ich muss sagen, das ist schon sehr dicht dran, oder? Das kann man so gelten lassen, finde ich. Also da würde ich jetzt nicht motzen wollen. Wir können auch gerne mal beim ID.4 gucken, falls ihr nicht zufrieden seid, so wie sich das im Moment darstellt. Ich guck mal, was der Chat sagt. Naja, Dreier, Stefan. Also ich sag mal so, das ist ein ganz knappes, im Basketball wäre das ein 101 zu 100. Ja, also ein ganz knappes Ergebnis. Gut, wir gehen jetzt nochmal her, weil das war der Wunsch eines einzelnen Kia EV6. Mal sehen, ob der schon gecrashed wurde. Kia EV6. Und dann nehmen wir auch nochmal den Ioniq 5 nehmen wir auch nochmal mit rein. Ioniq 5 haben wir. Aber ich glaube, wir haben nicht den EV6. Der ist wohl noch nicht gecrashed worden. Aber der Ioniq 5. Jetzt wird spannend. Bam! Bam! Geht schon direkt gut los. Also es tut mir leid an alle Ioniq 5-Fahrer. Adult-Schutz, also Erwachsenenschutz, 92% zu 88%. Kinderschutz bei beiden 86%, Daumen hoch. Bei den Vulnerable Road Users, also bei den verletzbaren Straßenbenutzern, 69 zu 63. Oh, aber bei den Assistenten staubt der Ioniq 5 natürlich ab, ne? Da hat er es wieder gut gemacht. Model X will der Exzessfahrer jetzt noch. Nur, bevor wir Model X machen, IWSU 5 machen wir dann auch gleich nochmal, ne? Weil wir gerade dabei sind. Der Ex-Westfale fährt ja IWSU 5, den nehmen wir jetzt zuerst. IWSU 5 gegen Pony. Übrigens habe ich gelesen, der rechte Bildschirm sei ziemlich nutzlos, lieber Michael. IWSU 5
So, NCAP. Da habe ich ja damals auch was drüber gemacht. Der hat nur vier, aber was heißt nur? Der hat 4 Sterne bekommen. Das ging, glaube ich, um den Seidenaufprallschutz damals. So, dann schauen wir mal, was der so bekommen hat. Ach, 3 Sterne sogar nur. 3 Sterne, ich dachte 4 hätte er gekriegt. Aber das war auch nur eine Kleinigkeit, die dazu geführt hat. Also 92% zu 73%. 86% zu 70%. 69% zu 45%. Und 55% zu 82%. Also, das ist ein Home Run für das Pony, deutlich sicherer. Ich will den Trabi sehen. Ich glaube nur, dass sie den jemals getestet haben. Also, dann machen wir jetzt noch das Model X und dann lassen wir es aber auch gut sein. Ich glaube, da haben wir genug für heute uns angeguckt. Moment, Tesla Model X NCAP. Mal sehen, das ist natürlich nochmal ein wuchtiges Auto. Ein Model Y müssten wir vielleicht nochmal machen, ne? So, Model Y wäre vielleicht nicht schlecht. Ich bin jetzt auch mal auf die Assistenten gespannt, weil das ist das Thema, was wir gleich noch angehen, nämlich es gibt das erste Auto Level 3 ab 2022. Ihr wisst ja, von welchem Hersteller das ist, ne? Brauche ich euch ja nicht zu sagen, ist eh klar. Könnt ihr ja schon mal schreiben, von wem ihr denkt, dass es ist. So, oh, guck mal hier. Insassenschutz 98%, also fast, wobei das war 2019. Also der Test wurde verschärft. Das heißt, das Model X würde im Jahr 2021 auch nicht mehr diese Werte bekommen. Ne? Man kann es nicht vergleichen. Und trotzdem ist das Pony ziemlich dicht dran, muss ich sagen. Ne? Für die Kinder sogar besser, für die Fußgänger ähnlich. Und bei den Safety Assists, das würde mich halt interessieren, wie es heute abschneidet. Ne? Das würde mich interessieren. Ach, Trabant gibt es wirklich, schreibt der Albert. Mal gucken. Tatsächlich. Ah, na gut, das ist ja kein NCAP-Crashtest. Mit wie viel km/h war das denn? Das wäre schon mal interessant zu wissen. Crashtest, aber steht nicht da, mit wie viel km/h. Gut, also, Peter Thielsen hat noch was geschickt. Gucken wir auch nochmal schnell. Ah ja, auch nochmal, den Trabant. Also, der wurde ja nicht so getestet, wie die heutigen Autos getestet werden. Okay, also wir sind mit den Themen jetzt soweit durch. Das heißt, wir kommen jetzt... Moment, ich muss nochmal hier... hier machen wir nochmal den Desktop, Bildschirmaufnahme aus. Den machen wir groß. Und dann kommen wir jetzt, bevor wir mal hinkommen, gucke ich nochmal, was ihr schreibt. Twizzy, 5 km/h, schreibt der Percy, also Model... Model Y wollten wir noch. Gut, das machen wir schnell noch. Model Y wollten wir noch. Das machen wir noch. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Model Y. Also wir haben jetzt, das hier ist nicht das Model Y, was ihr hier seht, ne? Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, aber das ist es tatsächlich nicht. Model Y NCAP. Das ist Model 3, aber Model Y scheint auch noch nicht gecrashed worden zu sein, oder? Das Model X 2019. Nee, wir haben nur Tesla, was heißt nur? Wir haben Tesla Model 3 2019. Da muss man halt dazu sagen, die haben die Tests verschärft. Ach, das ist jetzt auch die Autobild. Die Autoblöd. Da. So. Also es ist nicht 1:1 vergleichbar, das muss man einfach sagen. Ja, und aber auch Tesla Model 3 schneidet natürlich super ab hier, muss man ganz klar sagen. Auch ein absolut sicheres Auto, aber die Prozentwerte, das muss man sich vor Augen halten, hätte das Model 3 heute vermutlich auch nicht mehr. Wir gucken mal, Euro NCAP Crashtest Überarbeitung. Neufassung. Gucken, ob wir dazu was finden. Die Klassenbesten, die Sicherheitsfahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Euro NCAP besonders. Wo findet man das denn, wo man mal sieht? Hier sieht man dann auch nochmal die Aufstellung, ne? Okay. New. Ah, den iX haben sie auch schon getestet. Das scheint auch ganz gut gelaufen zu sein. Ja. 91, 87, 73, 81. Wobei... Könnte auch noch besser sein, ne, bei so einem teuren Fahrzeug. Ich finde jetzt gerade nicht, wann der zuletzt überarbeitet wurde. Aber ich denke, der wurde überarbeitet. Deshalb sind diese Ergebnisse nicht 1:1 vergleichbar. Gut,
Also, dann kommen wir jetzt zum letzten und auch wichtigsten Thema, wie wahrscheinlich einige denken werden. Denn der im Jahr 2022 hat jetzt ein Hersteller angekündigt, dass er in Deutschland die ersten Level 3 Features für autonomes Fahren einführen wird. Und ich gebe euch jetzt nochmal eine Umfrage. Da dürft ihr raten, welcher Hersteller das sein könnte. Falls ihr es schon wisst, ne, dann macht bitte nicht mit. Erster Hersteller mit Level 3 Features, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW. Was gibt es noch für große Marken? Volvo. Volvo nehmen wir noch. So. Okay, Paul kann losgehen. Ihr könnt jetzt abstimmen, Leute. Ah, Level 3. Hätte natürlich Level 3 heißen müssen. Klar, mein Fehler. So, also wir haben im Moment eine Stimme für Tesla, 4 Stimmen für Mercedes, eine Stimme für BMW. Nur eine Stimme für Tesla, 2 Stimmen für Teslas, weil Tesla hat ja schon den Autopiloten. Die Ingenieure waren wohl sogar dafür, ihn Co-Pilot zu nennen, den Autopiloten, weil sie meinten, das sei treffender. Also Mercedes ist hier ganz weit vorne, Volvo hat 2 Stimmen, Tesla bleibt bei 3, Mercedes 13 Stimmen, Tesla jetzt 4 Stimmen, Tesla holt auf, 5 Stimmen. Nicht mehr lange, dann ist die Umfrage zu Ende, Leute. Norki sagt, er hätte Audi gedacht. Hm. Ja, Wallace sagt, kam heute auf Bayern 2. So, wir haben Mercedes mit 69% und der Hersteller, der schon seit Jahren den Autopiloten hat, hat nur 7 Stimmen und 17%. Und dann auf den Plätzen folgen Porsche, BMW mit jeweils 2 Stimmen und auch Volvo auch mit 2 Stimmen. Und Hotbird contributed. Ach, Hotbird hat 7-mal abgestimmt. Hast du etwa 7-mal für Tesla abgestimmt, Christoph? Für die Bauschaumkiste? Nö. Okay, also für Mercedes. Weil der Christoph fährt Mercedes EQC, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das hast du richtig erkannt. Ja. Ich habe meine ganzen Sabbelpunkte eingesetzt für Mercedes. Ja, weil er ist Mercedes-Fanboy. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja auch Leute, die finden Atze Schröder gut. Bitte. Okay. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin eigentlich BMW-Fanboy, aber elektromäßig, ja. Ja, okay. Nein, keine Mercedes baut ja auch schöne Autos, muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, die A-Klasse am Anfang, alter Verwalter, aber die haben schon auch gute Autos gebaut, muss man ganz klar sagen. So, wir gucken jetzt mal gemeinsam in die einzig wirklich seriöse Informationskette rund um das Thema E-Mobilität, wobei ich auch sagen muss, ich habe einfach nur die Pressemeldung kopiert, ne? Und nochmal drüber geguckt, dass da kein Gender, also kein, wie heißt denn das? Da wo man innen hinten dranhängen muss mit Sternchen. Gendern. Dass nicht gegendert wurde und die gendern scheinbar nicht bei Mercedes. So, ich mache das noch ein bisschen größer, sonst könnt ihr ja nichts erkennen. So. Noch ein bisschen größer. So, also Breaking Elektronews. Mein Gott, warum springt denn das so? Berichtet. Als weltweit erstes Automobilunternehmen erfüllt Mercedes-Benz die anspruchsvollen gesetzlichen Anforderungen nach UN-R157, hört sich an wie ein Kühlmittel für die Klimaanlage, für ein Level-3-System. Das Kraftfahrtbundesamt hat dafür die Systemgenehmigung auf Basis der technischen Zulassungsvorschrift erteilt und somit den Weg bereitet, grundsätzlich ein solches System international anzubieten. Vorausgesetzt, die jeweiligen Gesetzgebungen lassen das zu. Deutschland ist da wohl sogar Vorreiter und lässt Level-3-Systeme seit 2017 zu. Deshalb werden erste Kunden noch in der ersten Jahreshälfte 2022 eine S-Klasse mit Drive-Pilot kaufen können und so bei hohem Verkehrsaufkommen oder Stausituationen auf geeigneten Autobahnabschnitten in Deutschland bis 60 km/h hochautomatisiert. Hochautomatisiert fahren können. Die Sonderausstellung DrivePilot entlastet den Fahrer und ermöglicht ihm Nebentätigkeiten auf dem Zentraldisplay wie beispielsweise Online-Shopping oder In-Car-Office-E-Mails zu bearbeiten. Und auch Zeitung lesen ist nicht ausgeschlossen, Leute. Also man kann dann wirklich im Auto sitzen und braucht nicht mal mehr auf die Straße zu achten.
Das System kann 10 Sekunden lang gewährleisten, dass es alle Situationen bewältigt. Und wenn das System erkennt, ich komme an meine Grenzen, dann informiert es den Fahrer darüber und der muss dann halt wieder eingreifen. Wir gehen mal weiter runter. Hier seht ihr dann auch nochmal ein paar Mercedes-e. Ne? Heißt das Mercedes-e oder Mercedes-e? Ich weiß es nicht. So, hier steht es auch nochmal, das System reagiert auch auf unerwartet auftretende Verkehrssituationen und bewältigt diese eigenständig, zum Beispiel durch Ausweichmanöver innerhalb der, Moment, ist das groß hier, der Spur oder durch Bremsmanöver. Also hier ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Level 3, das haben wir alle schon. Hier sehen wir dann auch nochmal die Systeme und dann sehen wir auch unter anderem, dass hier vorne ein Fernbereichsradar verbaut ist. Ein LIDAR, LIDAR ist ein Laserradar, glaube ich, ne? LIDAR ist, glaube ich, ein Laserradar. Mal gucken. LIDAR, Abkürzung für Light Detecting and Ranging oder Light Imaging Detection and Ranging. Auch LADA, Light Amplification by Simulated Emission of Radiation Detecting and Ranging. Also es ist ein Laserradar oder ein Lichtradar, ne? Also, Mercedes hat da die volle Ladung an Sensoren eingebaut. Hier ist noch ein Multimoderator, Öffnungswinkel. Ah, weiß gar nicht, was der Multimoderator macht. Es ist ein Nessus-Sensor dabei. Es ist natürlich auch, Kamerasysteme sind natürlich dabei, ganz klar. Ultraschallsensor auch an der Heckschütze. Also ganz viele Sensoren, während ja der hochgefeierte Marktführer in der Elektromobilität ja mittlerweile nur noch auf Kameras setzt. Und da kann ich nur sagen, weil wir gehen jetzt auch nochmal auf Facebook schnell. Da wurde mir nämlich dann auch ein Link geschickt von einem Facebook-Freund, der wohl nicht so begeistert war, der das aber dann nachher als Scherz, es war wohl ein Scherz, dass er es geschickt hat. Ich habe den Scherz noch nicht verstanden. Der hat nämlich dann hat geschrieben, wird bestimmt super durch die überlegene deutsche Ingenieurskunst und hat dann dieses Video mitgeschickt. Von unseren Freunden von Top Gear, ne? Und da ist Folgendes passiert. Also dieses Radar sollte dann auch im Nebel entsprechend vorausfahrende Fahrzeuge erkennen können. Ne? Und das ist aber schon im Jahr 2008 oder so gewesen, oder 2009. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Und dann ist das hier passiert. Out of the building, into the fog. Guy can see nothing. So, jetzt ist Folgendes passiert. Das Auto hat gebremst, aber es ist in den stehenden PKW bei... Bei niedriger Sicht ist es reingefahren, ne? Muss man ganz klar sagen. Also es hat nicht so funktioniert, wie die Ingenieure das vorgesehen haben. Achtung. Aber es hat auf jeden Fall gebremst. Ja? Und es hat garantiert den Aufprall verringert. Und hier schreibt auch noch einer, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das jetzt nur ein Mercedes-Fan ist, schreibt, das ist richtig, Mercedes-Benz wollte oder hat demonstriert, wie verschiedene Feature des Autos funktionieren und dafür gibt es einen Switch, der wohl umgeschaltet hätte werden müssen, um die maximale Performance zu gewährleisten des Systems. Das war also so eingestellt, dass die maximale Performance für manuelles Fahren bringt und der Demonstrationsfahrer hat wohl vergessen, das LIDAR-System oder das Radarsystem damals wieder zu aktivieren. Also, damit hat dann der Facebook-Freund argumentiert, dass das ja schwierig werden könnte. Wie gesagt, er hat es als Scherz gemeint, ne? Und ich habe es einfach nur falsch verstanden. Und ich möchte aber auch nochmal zeigen, dass diese Meldung von mir, ne? Ich zeige euch gerade mal, Moment, auf Facebook habe ich das ja gepostet. Moment, noch ein bisschen runter. So. Also, hier haben wir die Facebook-Meldung an sich, ne? Und es gibt 8 Likes insgesamt, 28 Kommentare. Also es gibt ein Haha und 7 Zustimmungen und ich zeige euch, dass auch dieser Level 3 Assist auch in den höchsten Höhen der Tesla Community wahrgenommen wurde und für nicht gut befunden wurde. Und da zeige ich euch gerade mal, welche Reaktion das unter anderem ausgelöst hat. Moment mal ein bisschen größer. So, Moment, wo habe ich es jetzt? Wir haben es gleich. Leute, ich will es nur so machen, dass es auch richtig rüberkommt und hier nichts Falsches passiert. Da haben wir es. So. So. Albon, was Mercedes-Benz da anbietet. Von der Lichtgestalt
unter den Tesla-YouTubern. The only Dr. Tesla, Ove Kröger, schreibt, albern, was Mercedes-Benz da anbietet. So, wir gucken mal weiter, was Mercedes-Benz da noch genau schreibt. Ne? Also ich muss sagen, ich finde es alles andere als albern. Ich bin sogar der Meinung, dass das eine tolle Sache ist, die ich mir auch wünschen würde. Nämlich folgendes gibt Mercedes bekannt. Auf geeigneten Autobahnabschnitten und bei hohem Verkehrsaufkommen übernimmt Drive Pilot die Fahraufgabe zunächst bis zu den gesetzlich erlaubten 60 km/h. Die Bedienelemente dafür sitzen im Lenkrad ganz oberhalb der Daumenmulden rechts und links. Aktiviert der Fahrer Drive Pilot, regelt das System Geschwindigkeit und Abstand und führt das Fahrzeug souverän innerhalb der Spur. Streckenverlauf, aufdrehende Streckenereignisse und Verkehrszeichen werden ausgewertet und berücksichtigt. Das System reagiert auch auf unerwartet auftretende Verkehrssituationen und bewältigt diese eigenständig. Zum Beispiel auch Ausweichmanöver innerhalb der Spur oder durch Bremsmanöver. Drive Pilot baut auf der Umfeldsensorik des Fahrassistenzpakets auf und umfasst zusätzliche Sensoren. Dazu gehören LiDAR sowie eine Kamera an der Heckscheibe und Mikrofone, insbesondere zum Erkennen von Blaulicht, das erkennt er also auch, und anderen Sondersignalen von Fahrzeugen sowie ein, ich gehe mal davon aus, dass er auch hoffentlich die Rettungsgasse bilden kann, sowie einen Nässe-Sensor im Radkasten. Ergänzend zu den Sensordaten erhält Drive Pilot Informationen zur Straßengeometrie, Streckeneigenschaften, Verkehrszeichen sowie, sowie besonderen Verkehrsereignissen, zum Beispiel Unfällen oder Baustellen, von einer HD-Karte. Diese wird über Backend-Anbindung zur Verfügung gestellt und aktualisiert. Darüber hinaus verfügt die S-Klasse mit der Sonderausstattung Drive Pilot über redundante Lenk- und Bremssysteme sowie ein redundantes Bordnetz, um auch beim Auswahl eines dieser Systeme manövrierfähig zu bleiben und eine sichere Übergabe an den Fahrer zu gewährleisten. Es ist ja zum Beispiel auch bei elektrischen Lenkungen so, dass es da ein zweites System geben muss, um das erste System im Falle eines Ausfalls ersetzen zu können. Hochgenaues Positionierungssystem und so weiter, bla bla bla. Hochautomatisiertes Fahren auf geeigneten Straßen. Ich finde, das ist ein echter Fortschritt und jetzt kommt's, das habe ich extra auch rot gemacht im Artikel. Hier seht ihr das, die, also ist mit der Maus ist nicht ganz so gut. Die Systemgenehmigung gilt auch für den Mercedes EQS. Dieses System wird, sofern es denn die Chips gibt, zukünftig also auch für den EQS bestellbar sein und ich kann nur sagen, ich finde es klasse und ich finde es ein weiterer Schritt in die Zukunft. Ich würde mir das auch beim Pony wünschen. Weil wenn du in der Vollsperrung stehst und es geht nur schrittweise voran, ist das doch eine super Sache und kannst dann lesen oder kannst ein bisschen Nachrichten auf dem Laptop dir angucken. Ich find's klasse. Ist das, du Dummschwätzer, Seite von alten, abgehalfterten, möchte gern... Oh, boah! Nee, Elektroalien. Elektroalien. Da gehen wir nicht hin. Ne? Wir bleiben hier lieb. Wir bleiben hier ganz lieb. Der Ove ist viel größer und kräftiger als ich, der haut mir dann auf die Schnute. Das wollen wir nicht. LiDAR hat eine begrenzte Lebensdauer, nach x Betriebsstunden muss er ersetzt werden, ist sehr teuer, schreibt der Rindy. Ich kann mich damit nicht ausrennen, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Das ist natürlich dann was nicht schön ist. Aber das ist dann Stand der aktuellen Technik, muss aber nicht Stand in 5 Jahren sein. Ne? Ich finde es aber gut, dass solche Systeme jetzt langsam tatsächlich auf die Straße kommen und man dann auch wirklich was anderes machen kann. Ne? Kannst ja einen Kaffee kochen. Kannst an der Sekretärin oder am Sekretär auf dem Beifahrersitz rumfummeln. Ne? Das ist ja für Chefs auch nicht ganz ohne. Das sind wichtige Aspekte, die man bedenken muss. Und deshalb, ich begrüße nicht das Fummeln am Sekretär oder der Sekretärin, aber die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit, das zu tun. Das begrüße ich. Ultraschall an der Heckschürze, damit man drängelnd Fledermäusen ausweichen kann. Nein, Sebastian, damit, wenn das Auto von hinten vielleicht nah an den LKW sieht, dass es dann vielleicht von alleine auf die Standspur, von der rechten Spur ausweicht. Sowas vielleicht, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Hat jemand schon mal Videos von Tesla Full Self Driving in Amerika gesehen? Ich schmeiß mich gerade weg. Das ist deutsche Ingenieurs-Access-File. Ich habe eine Frage an dich. Eine einfache Frage, weil das ist ja das Argument von allen Tesla-Fans. Wenn das so toll funktioniert und so sicher funktioniert, warum ist es in Deutschland nicht zugelassen? Warum hat denn Tesla nicht so ein System in Deutschland? Wenn sie das haben und wenn das doch alles so toll ist und so toll funktioniert, warum haben sie das nicht? Das kann doch nicht nur an den Regularien, an den Auflagen der Behörden liegen. Natürlich gibt es Auflagen von den Behörden. Und das System von Mercedes scheint, zumindest nach Aussage von Mercedes, diese Auflagen zu erfüllen. Und hat ja auch scheinbar die Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt bekommen. Hat Tesla das auch schon probiert? Hat Tesla denn so ein System angeboten? Ich wüsste es nicht.
Und deshalb muss ich solche Aussagen, muss ich von mir weisen, muss ich von Mercedes weisen. Ich bin kein Mercedes-Fanboy, ich bin BMW und Audi-Fanboy, aber kein Mercedes-Fanboy. Und trotzdem feiere ich das, weil ich mir absolut sicher bin, dass die Hürden, um solch ein System in Deutschland auf die Straße zu bringen, extrem hoch sind. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass dieses System bis zu den Systemgrenzen weiterentwickelt ist als das System von Tesla. Da lege ich mich jetzt an dieser Stelle fest. So, wir gehen mal weiter. Genau, Socket Tuning schreibt auch nochmal, wie war denn der Tesla Autopilot 2008? Ja, das ist alles super bei Tesla. Die müssen auch erst arbeiten und das zum Laufen bringen. Hat nicht der Elon sogar gesagt, dass die Systeme nicht im Moment so laufen, wie er sich das vorstellt? War da nicht irgendwas? Kilroy schreibt, dass irgendein YouTuber zu viel an der Tesla-Batterie geschnuppert hat. Gut, das kann man vorlesen. Der kann doch nicht einfach Mercedes-Benz kritisieren, die kritisieren doch auch nie Tesla. MS1909, natürlich darf er Tesla Mercedes kritisieren, ja. Aber eins sage ich auch ganz klar, ich bin ja immer der Meinung, gut, der Uwe ist natürlich jetzt kein Tesla-Mitarbeiter, ne? Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Ford, da habe ich euch auch noch was mitgebracht. Die haben ja eine recht große Klappe gehabt, ne? Die haben ja gesagt, hier Tesla und bei uns passt alles und unsere Kunden sind keine Beta-User. Da habe ich mich über Ford aufgeregt, weil sie über Tesla gelästert haben. Also es ist nicht nur so, dass ich mich jetzt über die Kritiker von Mercedes aufrege, die denen den Erfolg nicht gönnen, weil ich sehe das als Erfolg, sondern ich rege mich auch zum Beispiel über Ford auf, wenn sie sich über Tesla lustig machen und selbst nicht abliefern. Und hier haben wir ein Beispiel, wo sie nicht abliefern. Seht ihr das hier? Rechts ist Metallic-Weiß und links ist ein ganz normaler Metallic-Unilack. Rechts Metallic-Weiß, links. Seht ihr das auch hier? Hier sieht man es auch ganz gut. Die Farbunterschiede, das kommt jetzt nicht durch Materialmix, weil der ist aus Kunststoff. Ich weiß gar nicht, ob das hier Metall ist. Ich glaube, das ist Metall. Da kommen natürlich auch Farbunterschiede. Sondern das liegt wirklich daran, hier unten in der Ecke sieht man es am allerbesten. Da sind Metallic Flakes und hier ist gar nichts. Da hat also Ford ein nagelneues Auto, einen nagelneuen Mustang Mach-E ausgeliefert. Mit einer anderen Farbe an der Heckklappe. Absolut Offenbarungseid in meinen Augen. Sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber gut. Passiert halt doch wieder, ist menschlich, aber dann sollte man als Hersteller einfach die Klappe halten. Und was den Autopilot angeht, da lehne ich mich jetzt auch nochmal aus dem Fenster und werd mir hier keine Freunde machen unter den Tesla-Fans. Was den Autopilot angeht, hat Tesla bis heute nicht abgeliefert, was sie versprochen haben. Punkt. Und ich glaube auch, dass die Herausforderungen viel größer sind, als der Herr Musk das ursprünglich erwartet hat. Und der Herr Musk ist, glaube ich, schon einer, der eher auf die Kacke haut und vielleicht auch Dinge verspricht, die am Ende nicht einhaltbar sind. Ich schätze den Herrn Musk, ne? Finde ein cooler Typ und so weiter. Wobei die neue Frisur, die kannst du echt vergessen. Er hat gesagt, er hat sie sich selbst geschnitten. Das sieht man auch. Aber mit dem Autopiloten, ich bin da kein, auch wenn ich sehe, wenn die Tesla-Fahrer den Autopilot benutzen wollen, dann hängen sie sich in eine Dose ins Lenkrad oder so. Bin ich kein Fan von. Also Mercedes S-Klasse-Fahrer oder Mercedes EQS-Fahrer, der muss sich keine Dose bis 60 dann auf der Autobahn im Stau ans Lenkrad klemmen. Da macht das Auto das so, weil es darf und weil es das kann. Und deshalb, Leute, ich weiß nicht, Discord, wollt ihr dazu was sagen? Bin ich jetzt zu Tesla kritisch, bin ich zu Mercedes freundlich? Sagt's mal bitte. Ja, also ich kann dazu beitragen, ich habe 2018 einen Tesla Probe gefahren und habe damals einen BMW 530e gehabt und mit Level 2 halt mein BMW und da war ich von dem Tesla Autopilot so richtig enttäuscht, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und da müsste man ein aktuelles Modell mal vergleichen. Ja, die Entwicklung geht ja weiter, aber wir haben auch zumindest eine aktuelle Stimme, die können wir mal kurz hören. Dirk Himmelmann. Der hat nämlich auch davon erzählt. Assistenzsystem aus Sicht meiner Schwester, 9 Minuten 23, können wir mal kurz reingucken. Hallo, Systeme kritisiert, die hier halt im Verhältnis zu Mercedes gefehlt haben und heute die hier halt im Verhältnis nicht ausreichend funktionierenden Assistenzsysteme kritisiert, die hier halt im Verhältnis zu Mercedes gefehlt haben. Und heute war ich zu Besuch bei meinen Eltern und meine Schwester wohnt in der Nähe von meinen Eltern. Ja, und da haben wir die Möglichkeit genutzt, dass sie mal den ID4 ausprobiert. Grundsätzlich fand sie das auch.
Da auch noch als Hinweis für euch, ich poste auch nochmal den Link direkt in den Chat. Lasst doch bitte dem lieben Dirk ein Abo da. Da freut er sich drüber, weil wir YouTuber, wir freuen uns alle über Abos. Und der Dirk macht ja auch erstklassige Videos. Er hat natürlich die letzte Challenge mit eine krachende Niederlage von mir verpasst bekommen. Aber das wollen wir eben nicht vorhalten. Ne? Gegen mich muss man halt auch ab und zu mal verlieren. Auto auch gut. Sie hat zum Beispiel nicht kritisiert, dass irgendwie der Punch total fehlt, sondern sie war der Meinung, naja, der geht ja auch noch viel besser als mein derzeitiger Dieselverbrenner. Insofern fehlt ihr dann nicht die ausreichende Leistung, was sie kritisiert hat, direkt am Anfang beim Einstellen der entsprechenden Sitzposition. Das aus ihrer Sicht, sie ist also, glaube ich, 1,65 oder 1,66 groß, will ihr nicht zu nahe treten, dass aus ihrer Sicht der Sitz im ID.4 nicht weit genug nach oben gestellt werden kann für kleinere Personen. Das wäre im Tesla aus ihrer Sicht besser gewesen. Sie fühlte sich ein kleines bisschen so, als würde sie zu niedrig sitzen und kam aber damit hin, sah auch noch das Head-Up-Display, also insofern sagte sie nun, sie würde gerne noch ein Stück höher sitzen. Okay. Von der Ergonomie im Fahrzeug, das heißt also mit den Touchscreen-Tasten am Lenkrad, also vor allen Dingen diesen Tasten hier zum Einstellen des Travel Assistant, beziehungsweise... Die finde ich, also damit, ja, gewöhnt man sich bestimmt auch dran, aber die finde ich nicht gut. Da finde ich diese klassischen Tasten... Finde ich einfach besser, ist so. Also zum Setzen der Geschwindigkeit, zum Reset der Geschwindigkeit kam sie eigentlich relativ gut zurecht, weil sie das in ähnlicher Form eigentlich von ihrem Verbrenner gewöhnt ist. Da sind es halt keine Touchslider, aber es ist von der Logik so ähnlich, wie die Bedienelemente im Daimler wohl auch sind. Ja, in Bezug auf das in vielen Berichten so dargestellte Oldschool-Entertainment-System, da ist sie eigentlich gut mit zurechtgekommen. Also interessanterweise hat sie auch diese breiten, schwarzen Ränder nicht kritisiert. Gut, auch meine Schwester muss man dazu wissen, die ist natürlich auch noch 3 Jahre älter. Nur zur Info für euch, der, wer hat es denn gerade geschrieben? Irgendjemand hat gerade geschrieben, dass der Mercedes, der Jawalla schreibt, Mercedes übernimmt in dem Fall die Haftung, wenn das System aktiv ist und etwas passiert. Das könnte ein wichtiger Aspekt sein. Das könnte natürlich ein Grund sein, dass Tesla das noch nicht eingeführt hat. Ich kenne aber die rechtlichen Regularien nicht. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Wir gucken weiter rein. Also der neueste heiße Scheiß ist es nicht, aber jetzt für Umsteiger aus dem Verbrennerbereich, die halt vom konservativen Mercedes kommen, scheint es nicht so auffällig zu sein. Vom grundsätzlichen Fahren mit dem Fahrzeug war sie, gut, wie das wahrscheinlich üblich ist, das ist halt ein Elektroauto, war sie sehr angetan. Sie empfand das Fahrzeug als komfortabel, mit sehr bequemen Sitzen. Was sie auch begrüßt hat, war, dass man unten diese Oberschenkelauflage ausziehen kann, beziehungsweise einfahren kann, damit man das ein bisschen besser auf ihre Größe anpassen kann. Ja, das war so das allgemeine Aussehen, fand sie auch in Ordnung. Gut, die Hundekiste geht rein, aber danach geht daneben nicht mehr so viel Gepäck rein. Also insofern ist ein ID.4, glaube ich, für sie zu klein. Ich habe ja auch gesagt, naja, also aus heutiger Sicht würde ich... Sie fährt Mercedes GLE, dann den ID.4, ne? Wenn ich Platz brauche, auch nicht kaufen, sondern ich würde mich dann für Skoda Enyaq entscheiden, weil der dann doch aufgrund der Kofferraumform deutlich mehr Platz im Innenraum hat. Gut, dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was für sie wichtig ist, sprich Assistenzsysteme, also sprich diese Systeme, die dafür sorgen, dass man... Ja, eingebremst wird, dass die Geschwindigkeiten erkannt werden, dass man eine Spurführung hat, dass das Fahrzeug adaptiv fährt. Das habe ich ihr dann versucht, ein bisschen zu erklären, wie sie da im Endeffekt mit umzugehen hat. Hat das auch relativ zügig verstanden, weil es auch ein bisschen ähnlich ist, wie es bei Mercedes wohl auch aufgebaut ist. Ja, also sie fand das System also deutlich besser für sie nutzbar, als es jetzt im Model Y war von Tesla. Also deshalb, weil die Adaption der Geschwindigkeit halt automatisch passiert. Also sie fand das System besser nutzbar als das im Tesla Model Y. Der Mercedes hat nämlich, der ID.4 hat nämlich auch diese adaptive Geschwindigkeitsregelung. Die erkennt also die Verkehrsregeln, die Verkehrszeichen und regelt dann die Geschwindigkeit rauf und runter. Das habe ich im Mustang Mach-E ja auch. Problem ist nur, der fängt erst dann an zu bremsen, wenn ich am 130er-Schild schon vorbei bin. Also ein bisschen schwierig. Auch die adaptive Fahrweise, das heißt vorausschauendes Fahren, ist dann Kreisverkehr, ist dann eine Kreuzung und so weiter, fand sie insgesamt sehr gut und kam damit auch sehr gut zurecht. Ein bisschen gekämpft hat halt damit, dass sie sagt, na, ich traue nicht dem Fahrzeug, wenn er sagt, die Kurve fährst du mit 65, dann fährt der Travel Assist halt mit 65 durch und dann sagt sie, nee, das ist mir zu schnell und hat dann gebremst und dann ist halt die Situation, dann steigt halt dieser Travel Assist aus, genauso wie beim Tesla Model Y, dann ist halt Schluss mit dem Assistenzsystem und du musst wieder selber fahren. Und was sie auch ein bisschen gestört hat, ist, dass die nicht in der Karte hinterlegten Schilder, also sprich die Geschwindigkeitsbegrenzung, halt erst am Schild bzw. mit einer Verzögerung von ungefähr 100 Metern erkannt werden und sie sagt, na, das findet sie aber jetzt nicht gut, weil er sieht doch das Schild schon länger, dann kann er ja da auch das Schild erkennen und dann im Endeffekt schon mal runterbremsen. Die aktive Spurführung, wie zu erwarten war, sagt sie, die ist bei Tesla besser, also die Art und Weise, wie der Tesla die Spur hält, ist deutlich angenehmer. Auf der anderen Seite fand sie dann im VW ID.4 deutlich angenehmer, dass man halt hier diesen Travel Assist einfach übersteuern kann, das heißt, man kann ihn überlenkend übersteuern, ohne dass jetzt irgendwelche Gegenkräfte im Lenkrad zu überwinden sind, das fand sie halt sehr angenehm. Insgesamt ist es aber trotzdem die Situation, dass sie sagt, ja, also ihr gefallen die Assistenzsysteme soweit schon mal ganz gut, aber sie hat das Gefühl, dass die im Mercedes trotz allem noch einmal auch besser funktionieren als im VW,
und deshalb möchte sie jetzt auch nochmal über ein verlängertes Wochenende ja, halt ein Mercedes GLE Hybrid nehmen und das da mit der Vollhütte-Ausstattung halt nochmal testen. Ja, aber insgesamt ist sie eindeutig der Auffassung, nach wie vor die besten Assistenzsysteme, die für ihren Anwendungsfall zu nutzen sind, sind die Systeme, die sie in den aktuellen Reihen bei Daimler-Benz halt vorfindet. Und insofern muss man das auch einfach anerkennen. Also die Assistenzsysteme aus ihrer Sicht im ID.4 für ihren Anwendungsfall sind für sie deutlich besser nutzbar als im Model Y von Tesla, wobei das Model Y weder den Enhanced Autopiloten noch dieses Potenzial für volles autonomes Fahren hatte. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, sie war auch von dem System von VW nicht richtig überzeugt, weil sie ist der Meinung, dass vor allen Dingen die Mercedes-Systeme dadurch brillieren, dass sie halt auch über die Kamera die Verkehrsschilder, also sprich die Geschwindigkeitsbegrenzung, vorausschauend sehen und auch schon so weit entfernt lesen können, dass am Schild die Geschwindigkeit eingehalten wird. Gut, wir machen an der Stelle, was das Video angeht, Schluss. Wir wissen natürlich nicht, also wir wissen jetzt schon mal, das Model Y hatte nicht die vollen Umfänge, was das autonome Fahren angeht. Das ist natürlich auch eine Einschränkung. Aber zumindest haben wir hier auch mal eine Stimme, wo eine Verbrennerfahrerin von Mercedes sagt, ihr gefallen die Systeme von Mercedes besser als die von VW und von Tesla. Gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr euch auch mal anschauen. Da hat er dann explizit auf die Probleme seiner Schwester mit dem Assistenzsystem vom Model Y ist er da nochmal eingegangen. Jetzt gucke ich nochmal, was ihr dazu schreibt. Die Assistenzsysteme in meinem VW Passat sind auch nicht schlechter als im Tesla, schreibt der Peter. Amiga schreibt, Travel Assist in Enyaq ist bei Schneetreiben nicht zu gebrauchen, geht sicher besser bei Tesla. Bin ich mir nicht sicher, Amiga, also ich muss auch sagen, auf meiner 600 Kilometer Ben Ice Challenge hat dann Graubelschauer auch schon dazu geführt, dass der Abstandsregeltempomat ausgestiegen ist. Das hatte ich beim 435D auch schon, da ist der auch, wenn es geschneit hat, ist er ausgestiegen, sobald da vorne Schnee sich auf dem Sensor gebildet hat, eine Schneeschicht, da war rum, ist einfach so. Wer nicht selber fahren will, kann ja Mercedes mitfahren im Taxi, sagte Hans-Peter. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Vorgestern den EV6 Probe gefahren. Assistenzsysteme sind auch nicht der Brüller, sagt der Ex-Westfale. Also, er ist auch nicht zufrieden. Bei VW fängt der auch schon vor dem Schild an zu bremsen. Ist recht gut gemacht, aber nur scheinbar bei denen, die er kennt, Melchi. Und die Schwester vom Dirk hat ja kritisiert, dass er nicht bremst, wenn er sie nicht kennt, sondern dann erst bremst, wenn er direkt am Schild ist. Das ist ja auch so ein Problem beim Mustang Mach-E. Ich habe noch kein Schild gehabt, wo er deutlich vor dem Schild schon angefangen hätte, runter zu bremsen. Und wenn er beim Schild erst bremst, kann es irgendwann dann auch schon zu spät sein, was Blitze angeht. So, der Elektro-Innen schreibt noch, dass bei Kia und Hyundai die schon immer Katastrophe waren. Elektro-Fan Kai schreibt noch, von den 7 Finalisten für Auto des Jahres 2022 sind 2 Verbrenner und 5 sind Elektroautos. Doch gut so, ist doch super. What's to the Wheel schreibt noch, also wenn ich autonom in einem Auto mitfahre, würde ich mich Stand heute in einem Tesla deutlich sicherer fühlen als in einem VW. Das ist halt subjektiv, ne? Es kommt halt immer drauf an, was einem wichtig ist. Manches ist im Model Y besser, manches bei anderen. Ja, MS1909, da sind wir völlig einer Meinung. Man muss, also Punkt A, man muss Tesla Respekt zollen, weil die schon ganz früh damit weit vorne dabei waren. Aber ich glaube nicht, dass Tesla hier wirklich so einen riesigen Vorsprung hat, wie das immer wieder gesagt wird. Sondern ich glaube schon, dass auch die deutschen Hersteller durchaus auch dran forschen und arbeiten und mit den Zulieferern dran sind, da auch vernünftige Systeme auf die Beine zu stellen oder schon auf die Beine gestellt haben. Und man muss einfach auch mal anerkennen, wenn Mercedes diese Level-3-Geschichte als erster Hersteller hinbekommt, in diesem eingeschränkten Rahmen, dann muss man doch einfach auch mal sagen, Chapeau, Mercedes, gut gemacht, hätte ich gar nicht gedacht. Also so sehe ich es zumindest. Und ich bin kein Mercedes-Fanboy. So, jetzt machen wir erst nochmal, 22.09, oh ja, wir haben schon spät, ich mache erstmal ein paar Liegestütz. Und zwar muss ich bisher machen, ich muss ja auch nochmal gucken, dass ich nicht, dass ich was vergessen oder verpasst habe. Sieht aber im Moment nicht so aus. 160, jawohl, ich hatte also bis zum Nikon müsste ich alles gehabt haben, jawohl. Also muss ich jetzt machen. Das sind 13, 14, 15, 100, 1500 Bits ungefähr. Und 15, 15, 22, nee, 15, 15, 17, 19. 19 Liegestütz muss ich machen. 15 versuche ich gleich mal. Müssen heute erstmal reichen. 12. Fehlen noch.
Sieben muss ich noch. So. Gucken wir mal, was ihr noch schreibt. Guck mal, Full-Self-Drive-Video. Mal gucken. Tesla, mal sehen, was es da so gibt. FSD. Gibt es da was Neues? Vor 9 Monaten, vor 10 Stunden, Rocco Sperazza. Welches meinst du denn? Das hier ist was auf This is Tesla Full Self Driving Betas 10.6. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das meint. Meint ihr das hier? Halt, Percy hat noch was gepostet. Mal sehen, was das ist. Okay, er scheint jetzt selbst zu fahren. In 500 feet, turn right onto Plum Canyon Road. Also die Hände scheinen nicht am Lenkrad zu sein, wenn ich es richtig sehe. Oder? Now turn right onto Plum Canyon Road. Well, good evening everyone. It's December 4th, 2021 and I'm just taking FSD Beta 10.6 out for a run on Test Loop 1. It is all clear to the left. It's just inching forward to take a look. It's still clear. There's the decision to go. So I didn't have to do anything there. It took a little longer than I naturally... Ach, ich sehe das gar nicht, ne? Warum sagt er denn nichts? Ja, super, der Discord ist echt auch wieder nur am Pennen. Hier fährt jetzt das Auto offensichtlich... Moment, ich zeig's euch. Fährt auf ein Stoppschild zu. FSD Beta 10.6 out for a run on Test Loop 1. Der Fahrer macht nichts, das Auto macht das alleine. Das guckt jetzt nochmal, ob es frei ist. Das fand ich jetzt schon mal beeindruckend. Ne? Das Auto fährt scheinbar komplett allein. Very confident in the oncoming lane when it can't see it due to the media. Right onto Bouquet Canyon Road. Jetzt hat's ein rote. Ne, ist grün. Ah, ist grün. Okay. Very smooth. Okay. Also ich gebe zu, das beeindruckt mich schon. Das kann man anders nicht sagen. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt natürlich noch die Frage, wie ist das dann bei Schneefall, wie ist das bei schlechtem Wetter, wie ist es bei Regen, wie ist das auf Straßen, die nicht so gut ausgebaut und nicht so gut gekennzeichnet sind. Mal sehen, ob hier noch was kommt, wo er vielleicht außerhalb der Stadt ist. Nee. Er ist komplett innerhalb der Stadt. Ja, aber natürlich ist das beeindruckend. Aber es ist wohl so, dass der Fahrer sich nicht zurücklehnen darf und eine Zeitung lesen darf. Und bei Mercedes darf er dann bis 60 auf der Autobahn bei entsprechenden Situationen darf er Zeitung lesen, wenn ich alles richtig verstanden habe. Warum wir nicht sagen, wir sind es nicht anders gewohnt, schreibt der Norki. Ja, ja, Gast auf dem Ast. Das wäre doch in Deutschland verboten, weil es nicht beim Stoppschild komplett angehalten hat. Oh, Moment, hat er Stoppschild überfahren? Weil das in den USA, glaube ich, genau die gleiche Regel wie in Deutschland. Moment, da kommt er auf die... Hier, Stoppschild. Ihr seht es wieder nicht. Stoppschild, Achtung! Well, good evening everyone. It's December 4th, 2021. Die müssen auch anhalten in den USA. Er ist drüber gerollt! Anzeige ist raus! Aber ist fast gestanden, ne? Aber er ist komplett gerollt, das stimmt schon. In Kriegsgebieten, glaube ich, wird es nicht richtig funktionieren, schreibt der Elektro-Indien. Ja, das kann schon sein, dass es da, und auch wenn ganze Straßenzüge weggebrochen sind, wird es auch schwierig wahrscheinlich. Beim Mehrverkehr einfacher, da braucht es ja nur hinterherfahren. Wo kann man das Video finden? Ist recht interessant. Moment, ich verlinke es euch nochmal. Da ist das Video. Da könnt ihr das entsprechend euch mal anschauen. Das ist ein Herr James Locke. Oder Loki? Oder Locky? Keine Ahnung. So, ich mache jetzt nochmal meine verpflichtenden 7 weiteren Liegestütz. Stimmt das überhaupt? 19, 7? Ja, das stimmt. So. Uah!
20. Oho. 20 nochmal. 13 mehr als ich gewusst hätte. So, Leute. Wir sind am Ende angekommen. Es wird Zeit fürs Bettchen. Wen reden wir denn jetzt? Wer ist denn online? Irgendwas Anständiges, ne? Wo Leute viel anhaben und so. So, gucken wir mal. Aus dem Discord hört man gar nichts heute. Also ihr seid heute wirklich still. So. Oh, Border. So, Brutzler. Was haltet ihr davon, so Brutzler? Fernando Suas Guitar. Schickt der Albert. Mal sehen, was das ist. Ach Gott, jetzt kommt wieder Werbung. Ganz toll. Held der Steine. Nee. Den haben wir schon mal geredet. Der war da gar nicht. Das hat er gar nicht zur Kenntnis genommen. Und das ist ein großer Streamer. Was soll man bei dem reden? Wenn jetzt der Fernando Sousa Guitar, wenn der gut ist, können wir den ja nehmen. Aha, der Soccer Tune hat auch was. Ah, Moment, jetzt hören wir mal rein. Ja, komm, das ist ein sympathischer junger Mann, glaube ich. Den können wir mal nehmen. Da machen wir heute mal dem Albert eine Freude. Den nehmen wir, der spielt Mucke, Leute. Also, wir reden rüber. So, der hat 35 Zuschauer, macht Musik auf einer E-Gitarre. Lieber Discord, wollt ihr mal Tschüss sagen? Tschüss. Genau. Gute Nacht, Chat. Das war's schon. Also, danke, lieber Discord, fürs Mitarbeiten heute. Und gute Nacht. Ah, haha noch. Also, gute Nächte an Discord. Nacht, ich schon auf. Ist Wahnsinn. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Den Discord vergessen wir jetzt mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs mit rüberreden. Wir sehen uns spätestens wieder am Sonntagabend. Morgen Nachmittag kommt wahrscheinlich noch ein kleiner Trainingsstream auf Twitch. Aber das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Okay, ich sag schön mit Öl. Wir reden rüber. Kommt mit, der freut sich bestimmt. Der hat 35 Zuschauer. Wenn da 50 mit rüberkommen, dann ist das bestimmt was ihm eine Freude macht. Bleibt kurz da und dann könnt ihr euch auch wieder verabschieden. Gut, Leute, wir reden rüber. Tschüss! So, das müsste jetzt geklappt haben.